Der verloren. Prinz für einen Attack rausgehauen. Das ist ja schon verloren. Guck dir die Kanone an von den Gegnern, die wissen gar nicht, wie das Spiel funktioniert, das sind gewinnen trotzdem gegen euch. Die werden so. Die ja, haben, sehr gut, Kohle nach hinten also ist die gut. Haben überhaupt keinen Plan, was die da machen. Na, war doch gut. Die Kanone schon wieder. Was soll denn diese Kanone? Nicht den Lightning werfen. Kanone. Was waste denn die da alles? Guckt, oh, die Kanone wieder. Moin Leute, Trimax hier. Es ist die allerletzte Gelegenheit, ein 2 vs. 2 mit einem Random Mate gezwungen zu spielen. Das nutzen wir natürlich. Ich habe euer Feedback gesehen. Ihr wolltet unbedingt nochmal so ein Duell sehen. Diesmal haben wir ein Dreierduell als Gast Big Spin und Bochum-Fan. Also diesmal tatsächlich zwei übelste Pros. Mal gucken, wie ich da mithalten kann. Natürlich ist hier auch sehr viel Glück dabei. Ich bin sehr gespannt auf die Matchups. Platz 1 bekommt insgesamt eine Super Magical Chest und eine Magical Chest. Die Magical Chest muss Platz 2 zur Verfügung stellen und die Super Magical Chest wird von Platz 3 zur Verfügung gestellt. Das heißt, mein Ziel ist es heute auf gar keinen Fall letzter zu werden. Teilweise hat man komplett bescheuerte Teammates und richtig schlechte Decks. Da kann man nichts machen. Das ist auch gerade der Witz dabei. Und manchmal kriegt man einfach Free Wins. 3, 2, 1, go. Oh ja. Nee. Ah. Ey. Big Spin, das, ja, das fängt an, wie es aufgehört hat. Ich weiß, wie du das immer hinkriegst, Big Spin, jedes Mal. Ich nehme immer Schere normalerweise. Jetzt habe ich mir einmal gedacht, ich nehme einfach mal Stein. Geht sehr gut los. Okay, du musst erstmal raus, Big Spin. Du fängst an, Bochum-Fan startet das Ganze. Ja, da fange ich schon mal an. Ne? Und nochmal für, ja, du kannst schon anfangen. Nochmal für die Zuschauer zusammengefasst, Bochum-Fan ist, glaube ich, insgesamt der deutsche Spieler, der am Ende der Season immer am höchsten in der Ladder steht. Also overall gesehen. Für Saison für Saison, immer und immer wieder, bester Lava-Hund-Spieler der Welt. Man kennt ihn komplett in der ganzen E-Sport-Szene. Hier kann er jetzt aber nicht Lava-Hund-Ballon spielen. Hier muss er jetzt mit komplett bescheuerten Teammates und random Decks gegen zwei weitere Gegner spielen. Och, ich hab Royal Giant. Nein. Das, jawohl, easy. Der Royal Giant. Da gibt's auch schon die Thumbs up. Nein, das ist mein Teammate auch. Ja, easy. Sauber. Das ist gut. Das geht gut los. Ich glaube sogar. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, der Royal Giant wurde dir zugeteilt und dein Teammate hat ihn sich sogar mit Absicht genommen, weil er ihn genießt. Firespirits an der Brücke helfen auch immer ganz gut. Ja. Mhm. Gott. Oh, guter Friedhof vom Gegner da, auf jeden Fall. Ja, mega nice und ja, der King Tower ist an. Sagt der denn? Ja, die Teams, so länger die Challenge draußen ist, umso beschränkter werden irgendwie die Mitspieler oder insgesamt die Spieler. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wer ist schlechter, dein Teammate oder die Gegner? Oh, Bochum-Fan, das ist natürlich jetzt hier ein Element. Wessen Ballon war das? Meiner. Natürlich Bochums. Da sieht er die Gelegenheit und geile Bogenschützen in den Bowler. Oh mein Gott. Also da hast du, das ist schon nice. Aber ich weiß nicht, was war schlechter, der Friedhof oder die Bogenschützen? Die Gegner und deine Teammates, die nehmen sich hier nichts, glaube ich. Schöner Henker. Alter, der King Towers, guck dir den Scheiß mal an. Das ist doch eine Guards-Reaktion von 10 Sekunden ungefähr. Das ist doch übel, der King Towers. Oh mein Gott, was macht er denn jetzt? Was haben wir hier? Eine Rakete. Ja, das ist ja nett von ihm. Sehr schön. Direkt punishen mit Double Royal Giant, man kennt's. Okay, der Feuerball schmerzt ein bisschen. Aber der Turm, was? Wer hat den Rage geworfen? Es kann doch jetzt nicht sein, dass Bochum-Fans Gegner eine Rakete auf den King Tower schmeißen. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt hier... Das war jetzt aber nett von ihm, muss ich mal so sagen. Ich muss sagen, für den Lion sieht das jetzt so aus, als wäre Double Royal Giant Rage stark. Ja, okay. Müssen wir nicht... Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen belastend. Gut, also, ja. Double Royal Giant Rage, Instant Win. King Tower aktiviert, Friedhöfe raufgeworfen, die Gegner, ich weiß gar nicht, wer von den beiden schlechter war, das war einfach nur krank. Das ist natürlich Ziel, ja, so welche Games zu erwischen, das ist aber nicht für immer garantiert. Es kann auch mal ganz schnell sich umdrehen, dass man sowas im Team hat. Ich hau das nächste Game rein. Spannend. Natürlich jetzt okay. Ich fühle mich natürlich jetzt hier auf Position Nummer 2 recht sicher. Kann ich mal sehen, was ihr vorher und nachher gemacht. Ich nehme mir Flugmaschine und Giant, das finde ich auf jeden Fall nice. Oh, Ballon. Oh, er hat sich den Giant genommen und gibt. Ich nehme mir den Henker. Ballon oder Henker? Oh, ist das schwierig. Fragen wir Bochum-Fan. Ich würde mir Henker nehmen, ey. Ich nehme mir den Henker. Auf immerhin. Wir haben jetzt Double Giant, Double Henker im Team. Das ist schon. In 2 vs 2, ich glaube, da ist immer so viel Schaden dabei und der Ballon kommt dann ja nicht durch. Das ist auf jeden Fall gut. Er hat den Golem gegeben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Aber gut. Akzeptieren wir das erstmal. Gucken, was sie noch so haben. Sie hatten auch einen Tesla, da will ich nicht. Da will mir fast die gleichen Decks, das kann ja nicht sein. Oh, Golem, okay. Ja, das hat mein Teammate abgegeben. Ich hoffe, der macht da jetzt keinen Scheiß. Er hat sich aber dafür. Der ist wenig anfällig für eine Rakete oder so. Also. Das wird ja mal ein Base Race hier direkt. Wir haben hier die Kombination aus zweimal den gleichen Einheiten. Oh Gott, was jetzt gibt er aber Raketen-Value bis jetzt zum. Spell, komm. Jawoll! Let's go! Oh, das ist nicht gut. Was ist denn da nicht gestorben gerade? Ich will da natürlich jetzt hier nichts sagen, aber den Teufel möchte ich jetzt nicht an die Wand malen, aber das sieht schon nicht gut aus. Oh, das war ein guter Henker. Der Henker-Riesenkomp war von mir, ja? Weil ich OP in dem Mode bin. Aber mein Teammate nicht. Steckt dir was davor? Oh Gott. Ja, nice. Schon. Also Bogenschützen. Ja, die waren von mir. Optimal. Ja. Gut, dass ich gerade geguckt habe und gesehen habe, dass das Max. Oh, guck mal hier, die Flugmaschine, die ist OP. Das ist halt die Flugmaschine-Herausforderung. Und die beherrsche ich. Ja, auch gerade. What the fuck, ich hab den King Tower aktiviert. Okay, kein Problem. War Absicht, wir haben eh den Turm. Ohne dich jetzt ablenken zu wollen, aber da oben ist gerade ein Error 504 in deiner Ecke aufgetaucht. Ja, das macht TB Stream gerne. Die verkacken das so ein bisschen. Die haben in letzter Zeit nice Probleme. Ah, da gefällt mir der Inferno Dragon sehr. Der Ballon, so. Ja, der kann halt gar nichts. Der Ballon ist irgendwie kacke irgendwie. Kam mir jetzt nicht wirklich stark vor. Ich supporte jetzt hier auf der linken Seite nochmal komplett. Nächster Giant ist am Start. Sepp auch im Anschlag bereit. Das war sogar ziemlich geil. Nice. Ja, das ist doch immer hier. Also, nach der ersten Rakete dachte ich ja schon. Ja. Ich dachte auch, es wurde knapp, aber leider. Leider haben die Mates noch nicht so ganz. Ja, die Pfeile waren richtig nice von meinem Teammate. Gute Pfeile. Was du übrigens vorhin meintest da mit dem Konstant und so. Nee. Die haben ja jetzt im Balancing den Lightning genervt. Ja. Und da haben wir auch schon hitzige Diskussionen geführt in der CR Worlds Gruppe. Kumpelfass, ja, weiter. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum die das getan haben. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Der, na geil, alles kackt hier ab. Der Error hat es eben dupliziert. Guckt jetzt an, alles voller Errors, keine Anzeige geht mehr. Okay, Leute, das war's, ihr dürft nicht mehr spenden. Spendenverbot eingeleitet. TV Stream Server kacken schon wieder. So, weg damit. Kann ich es wieder herstellen? Vielleicht funktioniert es dann. Error 502, Error 504. Alles durch. Alter, da ist man mal eine Sekunde im Game und dann kommt hier sowas. gut, dann nehmen wir das mal raus. Die vermehren sich. Was ist denn? Da funktioniert ja gar nichts mehr. Alertbox aus. Muss alles ausmachen. Follower. Obwohl die Follower, glaube ich, noch funktioniert, ne? Ne. Props gehen raus, natürlich Stream. Eigentlich beste Plattform für so welche Alerts, aber die letzten Male sacken die so ein bisschen. Okay, ja. Bigspin, du kannst starten. Ich habe die Ehre, letzter zu sein. Wir haben beide gut angefangen. Oh mein Gott. Was hast du? Ich habe aus Versehen auf den Bildschirm schon geklickt und dadurch einfach die Bogenschützen gegenüber dem Henker genommen. Ah, das tut weh. Man kann natürlich auch selbst kontern. Können die Gegner machen, kannst du aber auch selber machen, gar kein Problem. Ja. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Man muss ja auch ein bisschen Herausforderung schaffen. Ne? Genau, das ist ja sowieso. Also, mein Gegner gibt dem Gegner den Golem, das Musketier und die Hexe. Für Golem hat er sich die Flugmaschine genommen. Finde ich persönlich, hört sich nach einem guten Trade an. Wir haben keinen Tank. Ich habe einen Ofen, das ist unser einziges Gebäude. Also Planeturm oder sowas überhaupt nicht in Sicht. Mhm. Ich frage dich da jetzt, wie würdest du es finden, wenn du das erste Game verkackst? Ich meine, wir gehen jetzt hier aufs Ganze. Wir wollen hier alle die 12 schaffen. Das würde mir gefallen, ehrlich gesagt. Also, ja, der Gegner setzt hier Miner. Der Gegner hovert hier 10 Stunden den Miner. Erst wenn ich die Fire Spirit setze, setzt er ihn tatsächlich. Finde ich auch schön. Wieso nennst du deinen Teammate immer den Gegner? Guter. Achso, ja, das frage ich. Nice, guter Sepp. King Tower ist an. Oh mein Gott. Das hat er gut gemacht. Sepp, also die Leute, jetzt spiegelt er gerade den Sepp, weil er denkt, das gibt Value. Er trifft natürlich nicht die Minions. Oh Gott, er hat die Hexe gesappt. Vielleicht hast du gerade so einen erwischt, wie ich als Gegner hatte. Ja, das sieht mir verdammt danach aus. Der Golem-Sepp, um den King Tower zu aktivieren. Das hat schon was. Oh mein Gott. Die Skelettarmee in den. Lol, er fiel mit Absicht. Ich dachte, dass der Kurs nicht 12 Stunden geht.
Ja, man muss sich halt auch mal anpassen, ne? Das stimmt, man muss sich da den Teammate anpassen. Guter Sepp hat da war schon wieder ein Sepp am Golem. Glaube, das tut mir leid, Big Spin. Ja, also beim Gegner läuft auf jeden Fall der Deft auch nicht. Er sitzt einfach die offensiven Miner, wenn er noch eine Musketiere gegen 5 King Tower. Wäre auch das erste, was mir einfallen würde. Und dabei du hast es geschafft. Ich dachte, das wird jetzt im Verlaufe des Abends. Geht der King Tower auch an, alles wird aktiviert. Nächster Sepp, der kann nur selbst spielen. Ja, also ich wollte gerade sagen, du hast jetzt den schlechtesten Teammate aller Zeiten erwischt und das im allerersten Game. Respekt dafür. Und dabei habt ihr beide Princess und Dart Goblin. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ach du Scheiße. Guck dir das an, wie alle Türme an sind. Ja, und jetzt heulen die Gegner auch noch. Diese Challenges werden teuer für mich. Scheiße. Kann nichts. Der, jetzt kommen wieder Leute an, Big Spin hole ich rum oder so. Ja, wenn ich das gleich lese, dann. Alter, ich muss aber auch mal sagen: Eins muss man deinem Teammate lassen, der kann die Sepps. Ja, die macht er. Die haut er in Dauerschleife raus. Ja, Sepp und gespiegelter Sepp gegen Golem. Spiegel. Der abused den Spiegel regelrecht, jetzt klingelt bei mir das Telefon, ich werde nicht reingehen. Das erste Game gleich. Sauber. Ja. Ich weiß nicht, aber jetzt so scheiße dein Teammate anruft. Hier auch spielt, den Turm. Ja, das könnte noch was werden. Das, ich weiß, beide Türme habt ihr irgendwie. Das ist eigentlich eine Beleidigung, dass das jetzt hier noch irgendwie funktioniert. Oh, der Royal Giant ist halt echt schon nice. Das ist, glaube ich, schon die erste Quest. Schaffe es innerhalb von einer Sekunde, dass ein Royal Giant stirbt. Einfach mal in alle Truppen rein, genauso wie der auch. Sauber, kein Hit am Turm. Ja, das habt ihr gewonnen, glaube ich. Das geht ja noch 30 Sekunden, Double Elixir. Jetzt werden die selbst gezeichnet. Ich hab das gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt irgendwie. Ja, das sind die geile Prinzessin. Die Tactics, die der Gegner da fährt. Also mein Mate, meine ich. Noch wieder ein Sepp, der setzt keine Defense. Der setzt nur Sepps und Prinzessinnen ein. Oh. Jetzt verliert er deswegen noch den Turm. 8 Sekunden. Oh, 7, 6, easy Block hier. 5, easy. 4, 3, 2, 1. Ja. Oh mein Gott. Let's go. Oh, scheiße. Also. Was war das für ein Game? Das ist der einzige Modus, in dem man mit solchen, ich sag jetzt mal, beschränkten Gegnern, also Mates, noch gewinnen kann. Das war schon. Ich kann's gar nicht fassen. Kannst du bitte mal das Game teilen, damit ich Maliki den einmal sehen kann, wie stark der ist, wo der herkommt? Kannst dir mal alle Gegner anschauen, also alle drei. Ja, gucken wir uns mal alle an. Okay, gucken wir uns mal Maliki an. 2200, ich glaube, das ist ein Tiefstwert, das hatten wir noch nie. 2200, maximale Siege 4, der hat gestern mit Clash Royale angefangen. Die anderen beiden aber auch nur Arena 9. Also. 3-2 und 2-6, ja, okay. Ron aus dem Club Bazinga Punk. Du hast da schon so das glückliche Händchen mit deinen Teammates, sehr stark. Ja. Ich hab, glaube ich, zu meinem High Peak gilt mehr Trophäen als die alle drei. Aber ja, nix. Das ist egal. Frage nicht, was dein Teammate für dich tun kann, sondern was du für dein Teammate tun kannst. Du hast jetzt diesen jetzt Typen. Du hast jetzt hier einfach den übelsten Feeder, der hundertprozentig hier mit null Siegen normalerweise aus dieser Challenge rausgegangen wäre. Hast du ihn den Abend versüßt, dass er jetzt sogar diesen einen Sieg geschafft hat? Da kannst du dich doch drüber freuen. Ja. Ich hab wieder was Gutes für die Welt getan. Genau. Jeden Tag eine gute Tat. Bochum-Fan, du kannst das nächste Game machen. Wir haben alle die erste Runde gewonnen. Die Dart Goblin ist immer gut. Oh, Riese oder Ballon, das ist jetzt die Frage. Ja, Bochum-Fan. Aber die haben eine Rakete, also von daher. Oh. Wir haben hier ein Problem, wir kriegen es überhaupt nicht mit, wenn die Leute subben oder spenden. Ich muss das jetzt immer wieder manuell gucken. Aber da steht immerhin nicht mehr Error jetzt, also. Ja, das habe ich weggemacht, das steht hier aber gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, der Gegner kann nicht mal seinen Namen schreiben, er setzt das H an die falsche Stelle. Ja, das ist gut. Dann ist er bestimmt mega nice. Oh mein Gott, das ist. Das finde ich schon mal gar nicht so kacke. Guck mal, die haben. Das zweite das nach hinten werfen ist halt. Bisschen, man könnte sagen, übers Ziel hinausgeschossen. Nein, was macht mein Gegner? Was? Nein! Ja, bitte. Nein! 1A, er trifft. Oh, er trifft nicht. Gott. Ich heule. Das ist hier nur. Meine Fresse, Alter. Christian kann seinen Namen nicht schreiben und wirft die Rakete daneben. Bitte. Was macht denn auch mein Mitspieler? Trotzdem. Ich kann es nicht fassen. Also, es ist. Das ist ja traurig. Es ist, die unterbieten sich hier alle gegenseitig. Oh, der Bowler, der war auch nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Aber guter Sepp natürlich.
Okay, was? Ja, mit zwei Pfeilen und genau, mit zwei Pfeilen geht's dann letztendlich. Also hätte der das Goblin Barrel auf den Turm geworfen, wäre das ja gefährlich geworden. Ja, hast du Glück gehabt, ne? Das die treffen kein Kobold fast. Aber ist auch schon schwierig, so einen Turm zu treffen. Ja, ich würde sagen, ich finde fast, die Gegner haben über Nacht auch abgebaut. Was würdest du sagen als Balloon Launching Pony? Würdest du sagen, das war gut? War natürlich 1A, einfach Ballon setzen und dann... Genauso wie die Gegner, auch nicht schlecht. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich. Ich habe jetzt gerade nicht, da muss ich mich auf ihn verlassen. Heiße Pfeile auch wieder hier, nichts getroffen, was irgendwie ansatzweise gut gegen Pfeile ist. Doppel-Koboldfass. Das Koboldfass auch immer gut, weil man kann ja auch nicht damit rechnen, dass der Gegner irgendwie schon Einheiten setzt, um das eine Koboldfass zu hatten, und die ja wiederum überleben. Genau, das ist, wollte ich gerade sagen, die hatten jetzt hier gerade Doppel-Koboldfass und keinen Schaden am Turm gemacht damit. Und der Ballon wird noch die Princess killen. Ah, der Turm geht eh down, okay. Ah. Ja, okay. Dieses Raketengewehr für King Tower ist an. Sehr kreativ, also. Wie machst du das? Wie kriegst du das hin, solche Gegner zu haben? Spielst du den vielleicht auch im Ladder? Nee, das ist nicht. Doch mal eine nette Abwechslung eigentlich so. Ja, ne? Wollen wir uns gar nicht konzentrieren. Wenn es im Gegnerteam ist, ist es natürlich nice, wenn es im eigenen Team hat. Wie wickelt man eben? Der hat nur selbst gecycelt. Möchte ich nochmal dran erinnern. Das sind die Value Files. Pfeile. Okay, gut, Golem reicht auch. Die Pfeile haut man stattdessen auf das eine Musketier. Anstatt einfach mal sich selbst zu retten von dem Free Crown, wirft man zwei Koboldfässer rüber. Easy. Ja, die Gegner lachen, ja, der Christian schreibt seinen Namen falsch, failt jede Rakete und jede Karte und hat dann verloren und lacht. Der hat wenigstens Spaß bei der ganzen Sache. Nächster Sieg für Bochum-Fan. Also ganz ehrlich, das würde ich auch öfter machen. So. Ich finde das gar nicht so schlimm. Bis jetzt. Ja, okay. Ich muss sagen, im Endeffekt ist ja das gleiche wie Leerlauf. Man sitzt Ballon in der Brücke und gewinnt. Ja, sauber, nice. Das ist schwierig. Inferno-Turm, meine Lieblingskarte, oder den Bombenturm? Die Gegner, ich nehme, ja ganz klar, mein Teammate hat Riese und Golem. Dann nehme ich mir den Inferno-Turm, damit die Gegner den nicht haben. Aber ich glaube, auf die Überlegung wäre der Mate in der Situation nicht gekommen. Das stimmt. Dann nehme ich mir noch einen Eisgeist, damit die keinen Eisgeist haben, um meinen Inferno-Turm auszuschalten. Das wird eh nicht passieren, weil hier nur Noobs unterwegs sind, aber man weiß ja nie. Der ein oder andere Pro-Player wird sich bestimmt hierher verirren. Das ist jetzt hier komplett... Mein Start. Nadel im Heuhaufen. Oh, das ist ja hier Lockbait richtig. Eisgeist und irgendwas. Bisher sah das. Also bisher haben die Leute nicht viel falsch gemacht. Das war auch ganz nice. Jetzt kommt der Sparky. Bisher haben sie nicht viel falsch gemacht, weil sie einfach für 5 Stunden nichts gesetzt haben. Das stimmt, ja. Ja gut. Also ich habe ja nur. Das habe ich ja nicht ausgeschlossen. So, der Sparky. Oh, der Sparky. Nervt mich. Ja, kommt der darüber? Sparky, machst du was? Executioner und. Ah, der Sparky. So sieht's aus. Der Bombenturm haut auch nochmal Value raus. Das könnte kritisch werden hier. Ja, Dark Prince Tank, also bisher läuft alles nach Plan. Das ist kritisch, Max. Oh, gute Riese noch, aber das sind natürlich auch 5 Elixier, die du gerade in die Tonne getreten hast. Hä? What the fuck? Die Gegner spielen gut? Die nehmen sich beide Türme mit einem Zug? Ich persönlich finde das gar nicht schlecht. Ist mein Teammate gerade so scheiße? Das Giant Scale, ja gut, jetzt verliert er natürlich da. Ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Flugmaschine, die ja eigentlich gar nicht gut ist, aber hier in diesem Modus scheint die irgendwie gut zu sein. Ja, weil selbst wenn die Gegner Fireball haben, was die Flugmaschine ja eigentlich wegkontert, treffen sie ihn nicht, von daher. Ja, stimmt. Ja. Das ist die Lösung. Was geht denn jetzt ab? Und viel Range ist immer gut in diesen 2 gegen 2. Was ist denn das jetzt hier? Ich hab das Gefühl, hier kommen nur Flugmaschinen rübergeflattert. Irgendwie ist das mega entspannt. Oh, wie scheiße habe ich das... Was? Was läuft denn hier für eine abgefuckte Scheiße? Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Ich dachte nach dem ersten Move schon, ja, verloren, aber... Aber du kannst halt in diesem Game leider nicht sagen, wann wer verloren hat. Nee, das geht gar nichts. Das ist Double Elixir, das ist einfach ein Albtraum. Achso, du wirst gethreecrowned, das heißt... Oh ja, stimmt, das ist Double Elixir. Ja, das ist ja, Double Elixir, 2 vs. 2, Draft und Flugmaschine. Oh. Kann das Musketier jetzt mal irgendwann sterben? Kommt über die denn durch? Oh Gott! Gute Reaktion, King Arthur. That's my boy. Ach nee, es war Bibi. Bibi Anita war's, sorry. Geiler Inferno-Turm von mir. Max. Na gut, kill trotzdem. Ich bin halt nicht so gut mit dem Inferno-Turm, scheiße. Sollst deinen Feinden immer näher sein als deinen Freunden? Wie ist es mit dem Fernturm? Ich glaube, ihr habt verloren. Ja, worum lehne ich da noch nicht weit zu weit aus dem Fenster? Okay. Hier kann doch alles passieren. Aber die haben auch keinen Spell, also von daher. Ja, es ist alles hier ein wildes Gespamme, wiederum gute Pfeile jetzt.
Oh, der Feuerball war stark. Und das Holz. Rakete? Stimmt, die haben ja eine Rakete. Oh, das ist vergessen. Nice. GG. Oh mein Gott. Ich kotze komplett. Ich habe hier wirklich reingeschwitzt und getryhardet. Es war kein Spaß, es war kein Vergnügen. Ich glaube, die Gegner waren irgendwie beide. Irgendwie, der eine war gut mit dem Schweinereiter, der andere hat die Sparkies gut reingehauen. Die Zauber, die. Aber du hast aber auch jetzt gerade in den letzten Minuten nicht mehr geredet, ne? Ich war so konzentriert. Mein Teammate war bei 4-8. Die Gegner waren bei 4-3 und bei 3-2. Wie die letzte Mal. Ihr schreibt schon der erste, haha, du Lappen. Ja, fuck. Ich hatte sogar also, einen guten Teammate. Wir wurden zerschnitzelt. Ja. Das war ja richtig hochklassig hier. Das war bisher das anspruchsvollste Game. Aber ich habe komplett verkackt. Kein Scheiß. Der Spark hat uns zerstört. Kein Sepp, kein Lightning. Guck dir mal an, welche Truppen wir haben. Spark hat uns zerstört. Und stell dir vor, das wäre jetzt nach seinem Rework. Da liegt man flach, da geht gar nichts. Was meinst du eigentlich, Wixpin? Wird er wirklich stark werden oder der Sparky? Ich denke, der wird einigermaßen Spielanteile finden. Ich denke, er wird immer noch eine absolute Nischenkarte, weil das Risk-Reward-Verhältnis bei der Karte halt so ist wie bei keiner anderen. Und sie halt super schwach gegen Luft ist. Also man müsste schon ein ganzes Deck um die Karte drumherum bauen, denke ich. Lass mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich denke, dass er, wenn überhaupt, nur minimale Spielanteile finden wird. Ja, Niklas meinte ja auch, Bait wird stark, da habe ich auch Angst vor. Das könnte übel werden. Hau mal das nächste Game rein. Ich call sogar auf den Sparky. Das wird ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Keine Antwort darauf von euch? Weißt du, Schere-Stein-Papier? Also sowas wie drei Musketier hier, das Deck rasiert entweder komplett oder wird komplett zerstört, die Sparky-Decks. Ja, aber das Ding ist halt, wenn Bait wirklich stark wird, so weil jetzt Elektromagie genervt wurde und so, wenn Bait wirklich und Lightning, wenn Bait wirklich so stark wird und Infernatum generell, dann diese Raketen und so, das zerstört halt Sparky, ne? Stimmt auch wieder. Ja. Also man muss mal sehen. So Meta-Predicten ist sowieso richtig schwierig. Das ist super schwierig. Bixel, bist du zufrieden mit deinem Draft? Ich würde es jetzt halt blöd finden, wenn du gewinnst, dann liege ich halt direkt schon hinten, so voll klischeehaft. Ja, da kommt der Streamer und legt sich mit zwei Pro-Playern an und verliert. Das jetzt hier? Das wäre mir jetzt zu langweilig. Mate und ich haben beide einen Inferno-Turm. Jetzt ist die Frage, soll ich mich lieber um den Royal Giant kümmern, weil er wahrscheinlich den Inferno-Turm gegen den Royal Giant verkacken wird? Oder kümmere ich mich um den Lava-Hund und gehe das Risiko ein, dass er da... Ich sag, das hast du gar nicht zur Auswahl, weil dein Teammate einfach... Ja, wir sehen hier wieder... Ich liebe es. Hier hat einer geschrieben, Bixpin ist wie Chuck Norris. Wenn die Gegner nur 10% bringen, bringt er 190. Ja, nicer Fireball hier wieder. Man sieht hier die Gegner, wie sie leiben und leben. Super gute Spieler, qualitativ extrem hochwertig. Alter. Das gefällt mir schon. So die Flugmaschine am Turm, das macht, finde ich irgendwie, sieht immer ganz nice aus. Also die Royal Giants, die werde ich jetzt in Zukunft werfen. Ich zeige Ihnen das jetzt hier auch schon mal an. Wenn er jetzt einen Inferno-Turm bringt, dann. Okay. Koboldfass. Was ist das für ein Feuerball, mein Freund? So wie der spielt, ist er nicht dein Freund. Nee, du hast recht. Aber die haben auch schon wieder beide Flugmaschinen. Ne? Beide Flugmaschinen? Die haben gefühlt beide Royal Giant? Beide Flugmaschinen sind gut. Ich habe denen die Flugmaschine halt gegeben, weil ich nicht wollte, dass sie einen Lightning haben. Dann hat er sie natürlich auch gegeben, was ich... Doch, ein Prinz, den sieht man nicht oft in der Challenge. Hier liegt schon gut hinten und die Koboldfässer sind ja komplett für den Arsch gegen die. Die finde ich insgesamt auch nicht gut, die Koboldfässer hier in der Challenge. Ja, wir kommen da auch nicht durch, weil wir keine Win-Konto. Ich habe einen Schweinereiter und den kann ich ja nie setzen. Nee, den Schweinereiter, den kann man hier nie setzen. Warum will ich in den setzen? Also. Dein Deck sieht irgendwie voll normal aus, so. Fast wie meiner Ball. Ja, aber voll normal funktioniert bei diesen außergewöhnlich guten Gegnern und Spielern halt nicht. Das sieht irgendwie richtig aus wie im Eierkopf. So, jetzt kommt hier die Skarmy, ich predikte das. Die Skarmy voll in den Eisgeist rein. Schade, dann nicht. Das ist der Feuerball auf dem Royal Giant. Du, dein Teammate, der lässt sich noch zu wünschen übrig. Aber ich muss ganz ehrlich sein, dadurch, dass ich das erste Game verkackt habe. Das war ein schöner Dart Goblin. Das war kreativ. Ich glaube, Bixpin merkt die ganze Zeit gar nicht, wie schlecht sein Teammate ist. Ich merke das. Ich habe nur alle leider mit zu kämpfen. Oh, jetzt haben die auch noch einen Lava-Hund. Da freust du dich. Ja, das ist gut. Die also der Gegner muss halt raffen, dass er dagegen einen Fernturm einsetzen muss. Also mein Mitspieler. Feuerball-Predict war sogar gar nicht so verkehrt. Muss man ihm ja lassen. So, das Kobelfass hat sogar mal Schaden gemacht. Wir machen jetzt hier sowas. Ich finde das gut. Ich weiß nicht, wie es mein Mate findet. Oh Gott, die Games sind so kompliziert. Oh, aber der so Henker, viel Einheit der ist jetzt die Minion-Horde, ja. Eieieiei. Oh nein, als ob ihr das noch gewinnt. Big Spin Carry, Big Spin Carry, easy. Okay, nix easy.
Nein, das ist nicht der richtige Weg, Mann. Du What? Feuerball? Feuerball Was ist das? Das macht man doch nur mit Raketen, oder? Du kannst kein Koboldfass mit dem Feuerball halten. Warum geht er auf den Turm mit 600 HP und nicht auf den 200? 1. Der hätte gewonnen vielleicht. Aber trotzdem. Alter! Das wäre knapp dein geworden. Teammate. Dein Teammate. Guck dir das doch an. Und jetzt sitzen wir im selben Boot, Big Swin. Wir sitzen im selben Boot, ja. Aber beide wünschen sich, dass der eine ändert. Scheiße. Okay, ja, nicer Ey. Start. Ja, ich habe Big Swin dann schon eine Runde verkackt. Bochum-Fan noch ungeschlagen. Nächstes Game. Vor allem, wenn es so knapp ist. Es ist... Das ist halt so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Okay. Elektromagie also, oder Nachttex, ich glaube niemand. Halt, ich fühle mich gut irgendwie, ich bin halt nicht alleine verkackt. Bochum-Fan sneakt sich hier durch. Wir müssen uns eigentlich beide schlecht fühlen, ist dir das aufgefallen? Ja. Bochum-Fan hat hier noch, das war seine Games waren so Selbstgänger gefühlt, glaube ich. Und was meinst du eigentlich hier mit Elektromagie? Wird der komplett useless oder? Nee. Der wird nicht komplett useless. Ich denke, er wird ein bisschen weniger gespielt, aber. Weil die haben ja sowas ähnliches schon mal gemacht, irgendwie 0,1 Sekunden und das hat den einfach gar nicht gejuckt. Stimmt. Das war noch, viele haben sich beschwert, dass der Elektromagier immer wieder genervt wird. Ja, aber der bleibt. Also aber der war jetzt das der ist halt, letzte das ist halt nichts irgendwie so richtig, ne? Von 4 Elixierkarten war schon wieder die mit Abstand meist genutzt, also. Ja. Ich denke auch, der wird gut bleiben, weil der ist einfach so gut momentan. Ich versuche die Balance Changes immer wieder zu ignorieren, weil ich viel zu hyped drauf bin, du sprichst es immer wieder an. Aber ich hab einen Inferno-Turm genommen. Du spielst gegen Windows 8, also da kann er nicht viel schief laufen. Der okay, Gegner hat übelste Legs. Oh. Nicht nein. Das ist gar nicht so ein schlechter Push. Aber jetzt Skelettarmee und Barbaren OP. Alter. Ich finde. Oh, das ist viel Schaden. Nein. Wie? Okay. Wer hat das Kobold fast geworfen? Ich nicht. Ich finde es immer ganz nice. Das ist jetzt schon allen drei passiert, ja. Man wird komplett überrannt in der Defense. Der Teammate denkt sich, ja, das macht mein Teammate schon, ja, den 500 Elixier-Push aufhalten. Oh, ist der blöd. Und dann wirft man einfach ein Koboldfass. Ja, Mann, ey. Leute, ich warte auf den Tag. Alter, der Ballon, direkt der Elektromagier. Guck dir den Ballon der war an. Schlecht, der war und den Poison Spell. Der war schlecht von mir. Das war deiner? Ja. Oh, das sieht gar nicht gut aus, Alter. Und wir haben auch nicht so richtig... Ich werde nichts sagen, ne? Der Alter, reißt sich, glaube ich, ganz gut in die Gruppe ein. Ja. Ja, glaube ich auch. Weil wir haben auch keine Win-Condition oder so. Nein, kein Lightning. Oh, doch, vielleicht doch. Nein! Oh, das wäre zu krass gewesen. Der war ja semi-gut, ne? Das wäre zu krass gewesen, dass den Magier noch getroffen. Oh mein Gott, ich hab gar nichts dagegen. Ja, das ich will ja nichts sagen, ne? Aber was hast du denn? Nicht gut. Mann, du hast einen Scheiß-Deck. Wir haben aber auch keine Win-Conditioner, also das ist ja hier. Du hast Double-Hexe. Elektromagier ist nein. Ah. Skandal nice, ist ein das. Ein Zap. Easy peasy, lemon squeezy. Das ist, der geht auch noch down. Ich versuche dein Deck zu beurteilen, aber ich finde dein Deck echt schwach, muss ich sagen. Warum können die denn? Die dürfen gar nicht gut spielen. Das ist nicht erlaubt. Das. Nee, doch, das ist nicht gewünscht. Sauberes Koboldfass. Hauptsache nicht splitten. Und der Ballon. Ich hab auch gar nichts, was ich setzen könnte, wo ich irgendwie die Hoffnung habe, dass es zum Tod kommt. Die Frustballons gefallen mir sehr. Da kommt der Golem und der Royal Giant. Da sieht euer Turm gar nicht so fit aus. Ja, da ist der Fernsehturm auch direkt in Range von. Was haben die denn für einen Zauber? Ja, Feuerball. 10%. Und noch ein 10%. 30 Sekunden noch, Bochum-Fan. 30 zusammen. Wie findest du das so? Wie fühlst du dich? Alter, die Koboldfässer sind ja so scheiße. Okay, dann jetzt mal den Part von Max. Ja, ihr könntet hier sogar nochmal zum Ausgleich was kommen, ne? Was für eine Kacke. Nein, nicht den Lightning noch werfen! Oh! Okay, war gar nicht so gut. Der hätte noch ein paar Truppen getroffen. Ja, okay. Ja. Dadurch hat die Flugmaschine überlebt. Und oh, das ist blöd von denen. Das ist blöd von denen. Oh, dann ja. Doch nicht. Gar nicht gut. Royal und Giant und... Oh, Feuerball. Oh, explodiert nicht am Turm. Alter, was ist das für ein Scheiß? Wenn jetzt der Ballon durchkommt, dann verstärkt sich der. Ja, der kommt nicht. Nicht im 2 vs. 2. Nicht im 2 vs. 2. Guckt jetzt an, wie viel Verteidigung da ist. Royal Giant am Start und diesen. Oh nein! Nein, der ist an den Turm gekommen. Alter, ein Hit. Feuerball. Feuerball. Genieß ihn doch. Nice. Das muss ich sagen. Das war blöd. Das war mein Fehler. Ja, ich hätte schneller sein müssen mit dem Inferno-Turm. Da wäre sauber. Okay, jetzt haben alle einmal auf die Schnauze bekommen. Ich dachte, das geht jetzt... Ich hatte wirklich schon Angst, dass wir alle die 12 Siege schaffen. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Macht dir keine Hoffnung. Ja, stimmt, ja. Nächstes Game. Ich bin dran, oder? Bin ich dran? Ja. Du darfst uns jetzt mal wieder allen vormachen, wie man verliert. Nein, nicht zwei miteinander. Das wäre zu wenig. Aber jetzt, wo ich auch mal dieses Gefühl hatte, wäre ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen gemeiner. So. Wir war haben, gar nicht so nett von euch. Ich sehe hier gerade die Koboldhütte.
Und also die wird nach den Balance Changes richtig nice werden. Was meinst du, wie ich mich gefühlt habe? Nee. Wie, nee? Ja, ich weiß nicht, ob die nice werden wird, ne? Also, du hast natürlich schon den Buff. Goblin Gang wird okay. Aber Ofen ist zum Beispiel immer noch eine höhere Bedrohung und das ist für einen DXC weniger. Ich call Koboldhütte wird Meta. Nee, so. Und die haben auch Poison nicht genervt. Ich glaube, also selbst wenn das passieren sollte, dann spielen halt die Leute Poison. Hm. Okay. Oh Gott, nein. Der wollte gerade. Nein. Oh mein Gott, was er macht! Ich sehe das schon! Oh, er hat die ganze Rakete. Zeit die Rakete! Rakete! Ja. Ich glaube, Goblin Gang wird ziemlich gut werden. War das eine Goblin Gang oder war das normal? Das war eine Goblin Gang. Wo ist die Gang hin? Die hat die Prinzessin noch mit erwischt. Ach du Scheiße! Ja, Report. Guck mal. Das ist jetzt wiederum ganz nice. Das ist ein nices Koboldfass halt, ne? Nee, das gewinnt ihr jetzt. Da muss man halt nicht diskutieren, das ist ruhig. Leute. Die haben ja noch nicht mal Schaden gemacht. Ja, das ist. Die Friedhöfe sind auch immer sehr gut. Gegen Double Dart Goblin. Wäre auch eine geile Karte, muss ich sagen. Double Dart Goblin würde ich mir. Würde ich zocken. Was mit dem passiert ist auch, ne, den sieht man überhaupt nicht mehr. Ne? Damals, als er rauskam, wurde er richtig gespielt. Würde mich auch riesig freuen, wenn der Kerl mir mal erklären würde, wie Frito funktioniert, weil ich glaube, der hat's richtig drauf. Kacke. Was machen wir gegen die Flugmaschine? Die ist ja super nervig. Ja, da macht ihr nichts. Da macht ihr Zukunft. ETF denn? Verlieren. Ja, so eine Flugmaschine am Tor. Oh, das ist aber jetzt aber auch nett von dem Gegner, was er hier macht. Ja, schöne Rakete mal wieder. Also man sieht hier, die Raketen sind bei 90 Sekunden Spielzeit noch. Ja. Was ist das für ein Schweinereiter? Also ich finde besonders, dass das Schlimmste sind die Raketen, was sie mit dem Gegner so machen. Die werden einfach komplett random reingeballert. Das Schlimmste ist der mittlerweile dritte Friedhof, der einfach ohne jeglichen Zusammen auf den Turm geklatscht wird. Ah, das ist auch eine schöne Rakete. Ja, und was macht? Bekommt sie Value. Ja, okay, aber die Spear Goblins. Spear Goblin Gang haben wir hier. Ja, genau. Jetzt sind es nur noch drei. Haben die großen Dart Goblin, habt ihr den Dart Goblin von meinem Teammate gesehen? Feuerball, die hätten einen Feuerball werfen müssen. Nee, lass die mal, die wollen keinen Feuerball werfen. Aber Mini Packer. Nice, der Friedhof schon wieder. Kaum sind die Tanks gestorben, müssen wir erstmal einen Friedhof bringen. Hm. Ich glaube, der Friedhof. Das könnte wiederum gut werden. Oh, Vernichtung. Vernichtung. Mini Packer. Mini Packer. Oh mein Gott. Enjoy. Oh, ja, der defensive Friedhof. Jetzt hat er schon umgestiegen, also der defensive Friedhof schon mal ein bisschen besser. Also, aber die haben jetzt 20 Elixier gewastet, nur mit dem Friedhof, ne? Ja, also in diesem Game. Ja, what's up? Was soll denn der Scheiß hier jetzt gerade? Mein Teammate wird auch jetzt. Gefällt mir jetzt nicht, was gerade macht. Die beiden drei Prinzessinnen hier, drei Stück. Die haben die Vayne und du hast, keine Ahnung, Ezreal. Ihr habt auch keinen Poison oder so. Also mit einem Poison wäre es ein Pfeil. Pfeil oder Poison? Gib mir einfach nur Pfeil oder Poison. Ich Schweinereiter gegen eine regelrechte Armada an Kobolden. Ich muss jetzt hier einen Ofen einsetzen, um das hier zu clearen. Das war ein ganz guter Friedhof, ja, tatsächlich. Jetzt kommt hier mal was an Turm endlich. Bitte. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das hier für Deck sein soll. Wer soll denn hier spielen? Die Gegner haben nur Spam? Und wir haben nicht Pfeile, kein Poison, kein Feuerball. Kein Zap auch nicht. Ja, da machst du nicht. Würdest du sagen, ich glaube, du würdest jetzt sagen, enjoy. Ich habe hier fast jede Challenge rasiert und jetzt stehe ich hier 1-2 wie so ein Super-Noob. Ich kann es nicht fassen. Aber ich muss auch sagen, wir reden die ganze Zeit davon, wie das ist, wenn wir die 12 Siege schaffen. Die Challenge geht, glaube ich, nur bis 9. Ja, das habe ich dir auch schon irgendwann gesagt. Aber dazu wird es nicht kommen, also von daher. Ich hole die 9. Ich weiß noch nicht mehr, ob irgendwer hier diese Flying Machine überhaupt bekommt. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ja, kacke, 1-2. Ich mach direkt das nächste Game. Also ich bin jetzt ein bisschen, natürlich, das wurmt mich, dass ich jetzt verkackt habe, aber wenn Big Spin verkackt, dann strahlt mein Herz wieder. Ah, okay, dein Herz strahlt dann. Ja. Komm. Gespannt, Pfeile oder Sepp? Oh, hätte ich eh die Pfeile gehabt, wir hätten ja so gewonnen mit den Pfeilen, ja, ne? Ja, die haben eine Princess-Pfeile, easy peasy. Flugmaschine, Goblin Gang, nehme ich durch Flugmaschine. Ja. Ich würde sagen, ich habe einen Ballon. Worum fan teach me? Einfach an die Brücke spielen. Ja, das... Einfach an die Brücke spielen, Platz 1 weltweit, easy, instant. aber vorher noch ein Lava-Hund.
Ja, den habe ich leider nicht. Oh, die Taktik habe ich ja schon von dir gelernt, also das wäre ja dann nichts Neues. Alter. Nice, der Gegner hat auch einen Ballon. Wir sind dabei, da sind wir dabei. Aber Ballon ist nicht gut hier, also Ballon ist nicht gut. Warte ab. Die haben zwei Gebäude und ein Elektromagier. Ist schon. Aber in 2 gegen 2 ist Ballon nicht gut. Guck dir das an. Ja, der wird zerstört. Ballon kriegt einen Hit, nein. Die haben drei Gebäude. Das ist Value, das ist trotzdem Value. Das ist halt echt Value, ne? Ja. Wenn du so einen Hitter an so einem komischen Dings rausbekommst, dann läuft das. An so einem komischen Dings, jopp, das ist die Barbarenhütte. Genau. Der Name hat mir gefehlt. Wer hat gerade den Ofen in den Poisen gesetzt? Das war ich. Ich habe das aber nur gemacht, weil ich sonst vollgelaufen wäre. Ah, okay, gut. Ich stehe echt 1-2. Das ist gerade gar nicht so geil. Oh mein Gott, Grabstein, Bombenturm gegen den Ballon. Okay. Das ist halt die Luftabwehr, ne? Ja, absolut. Ja. Dann hat dieser blöde Elektromagier, der mich mäßig nervt. Weil ich auch noch einen Ballon habe und den gerne mal spielen möchte. Den kannst du einpacken. Was haben die denn? Was haben die Gegner denn so viel Luftabwehr? Die haben alles. Eigentlich das ist Elektromagier halt das Problem. Und Minions. Die haben alles. Und viele Gebäude. Elektromagier, Minions, Fire Spirits, Goblin Gang und der andere hat Spear Goblins, Goblin Gang und Princess. So, jetzt sneak ich den Ballon vorbei. Pass auf. Und ich halte hier gleich schon die Pfeile bereit, weil dir irgendwas kommen wird. Safe. Yeah. Womit? Ah, okay. Das ist wieder oh die Gott. Ey, das die ist geil. Schon wieder SimCity hier. Da freut euch, dass ihr Doppelballon habt, aber nichts dagegen. Doppelballon kommt Triple das Gebäude. Das schwierig werden. Ey, Ich sehe hier nur grüne Viecher. Aber ihr habt Pfeile und Sepp, also eigentlich. Wo haben denn die ganzen Spear Goblins her? Das frage ich mich halt. Wurden die schon gebufft? Was ist denn das für ein Tesla, Mann? Wir haben Spear Goblins, Goblin Gang und Goblin Gang. Tesla! Scheiße, der Tesla. Das ist der Pro-Tesla. Er hat 4 Elixier. Alter, SimCity ist am Start, Mann. Wer hat den Riesen gesetzt? Die haben fast jede Einheit mit Spiel. Die spielen Kobolde only. Der erste, der rafft, wie man Friedhof halbwegs gescheit spielt. Der Tesla killt dich jetzt hier nochmal durch. Ja, King Tower ist an. Der Sepp von den Gegnern hat den King Tower von euch aktiviert. Gegen Miner und Friedhof ist natürlich ein kleiner Vorteil. Gegen Doppel-Miner und Friedhof. Aber da kommt ihr nicht mehr durch. Das war's, glaube ich. Alter. Ihr kommt niemals durch. Niemals. Ihr habt ich schon mit Bochum-Fan im Call und Ballon macht trotzdem nichts. Ja. 2 gegen 2 ist Ballon. Oh, guck dir doch mal die Gebäude an. Ich glaube, du kommst da nicht durch, solange du die Gebäude nicht ausführlich niest. Oh, oh. Predict. Nee, aber zu viele. Wie viele Gebäude haben die denn? 1, 2, 3? Okay, 3. Ich dachte, wie kann man denn... Ich denke, wir spielen Clash Royale. Jetzt ohne Witz. Das ist komplett Doppelflug. Gerät am Turm. Gerät am Turm. Der Gerät wird nicht müde. Aber wieso hat der Turm denn nur noch viel Leben da? Der Gerät war am Turm. Death. Weil das die Doppelflugmaschine war. So, du bist in Poison-Reichweite. Der nächste Miner ist da. 5 HP. Und es ist verloren, Big Spin. Damit stehen wir beide richtig geil. Wir legen hier einen fantastischen Start hin. Von 1 zu 2. Die hatten 1, 2, 3 Gebäude und die haben die permanent durchgecycelt. Der eine hat Bombenturm-Cycle gespielt, der andere hat SimCity gespielt. Geil. Und es funktioniert. Sie haben gewonnen. Ja. Alter. Haben wir jetzt. Die haben das gecarried, Max. Haben wir jetzt die letzten 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir jetzt die letzten 5 Games zu dritt verloren? Alter. Mein Mate. Ich muss kurz mal durchfunken. Mein Mate 2100, Gegner Mate 4100. Gegner zweiter Mate 4200. Da machst du nichts. Ja, haben wir gesehen. Danke, Bochum-Fan, für diese Analyse. Ja, ich schreibe schon wieder, welche Big Spin holt rum. Ja, das ist auch gut. Big Spin holt rum, ja, ich. Wir nicht so. Bochum-Fan, nächstes Game, du liegst tatsächlich vorne. Mit einem scheiß Start trotzdem erster, das ist schon, okay, das ist schon ein Trauerspiel. Flugmaschine oder Goblin, Dingens, Dart Goblin. Wir müssten die Challenge umbenennen. Nein! Bochum-Fan suffert hier mit seinen Karten. Wir müssen die Challenge umbenennen, in wer schafft zuerst einen Sieg. Wir haben alles verloren, kontinuierlich. Ja, wir sind jetzt 10.000 Zuschauer und wir haben die letzten 1.000 Games verloren. Das ist nacheinander. Ich kann dir nicht sagen, was hier abgeht. Wir haben beide Princes, wenn ich das mache. Ich habe 2 bis 3 Stunden für dieses komplette Video eingeplant. Ja, nein. Wird dann halt ein 10 Minuten Video. Das wird nichts. Kannst du knicken. Über eine Stunde kommen wir nicht hinaus. Da muss ich gucken, wie ich das überhaupt strecken kann für YouTube, dass es insgesamt über 10 Minuten werden. Ich habe hier schon wieder Lightning, das ist doch scheiße. Lightning. Hashtag Lightning in den Chat, das ist immer das Niceste. Ist halt schlechter als Trimax, halt mit E, dankeschön. Oh, was macht der denn mit dem Eisgolem? Nice, Eisgolem, schön.
Egal, das ist Value Light. Nee. Value Light. Ja, das muss ich, kann ich bestätigen von hier aus. Ah, die Fledermäuse. Ich muss hier das da rechts durchlaufen lassen. Okay, dann macht er. Krasser Single-Target-Damage gegen den Royal Giant. Die Prinzessin und der Lava-Hund. Das wird ein Konterpush. Also die Prinzessin. Gut, die Prinzessin vom Gegner an. Schaltet eure Prinzessin aus und trifft den Turm. Nee, das sieht gut aus, glaube ich. Alter, was ist das für eine Prinzessin? Warum fährt ein Lava-Hund im Game? Das ist nicht fair. Das bin aber nicht ich, also. Aber ja, es ist im Game. Beide waren auch... Gott! Ihr habt Lava-Hund-Ballon. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bochum-Fan mit Lava und Ballon Lightning spielt? Das ist aber ein Bochum-Fan hat nur den Lightning. Das ist, sonst hätte ich mich echt gefragt, ob wir was wir müssen hier draften, ja, was das Zeug hält, und du darfst einfach dein Main-Deck auswählen. Jawoll, schöne Pfeile. Das ist so lächerlich. Du, warte mal, du hast Lightning, Pfeile, Lava und Ballon? Grabstein hat er auch noch, ist auch noch in seinem Team. Im Team? Ja, das ist echt. Und Grabstein, ja, nice, okay. Wobei, ich spiele jetzt schon kein Lightning mehr. Also, muss mich jetzt anpassen. Ich habe jetzt schon Feuerball Sepp gespielt. Max, ich frage mich nur, was haben denn die Gegner dafür? Was haben die denn gedraftet dafür? Gucken wir mal an, was die sich so gedraftet haben. Wir sehen die Giant Royal Giant Kombination. Das ist nicht gelaufen. Hier. Double Royal Giant. Ganz gelaufen. Wie haben sich die Royal Giants dafür genommen? Das ist noch gar nicht gelaufen, sagt er. Allein wenn ich die beiden Dreckskarten schon sehe. Ballon. Ah, jetzt Lava. Ist es vielleicht gelaufen. Das ist so ein Kack. Die haben, hey, die haben das Full Giant Deck in sich genommen. Oh fuck, die haben eine Rakete. Mann. Oh, und treffen sie nicht. Ja. Oh fuck, die haben eine Rakete, die sie überhaupt nicht treffen. Wie geil ist das denn? Das ist echt lächerlich. Die haben euch das gegeben. Das habt ihr euch nicht genommen, das haben die euch gegeben. Die spielen nur Giants und Fiends. Giant, Royal, Giant, Royal, Giant, Giant. Ja. Trifft jetzt vielleicht hier auch nochmal irgendwas den Turm oder. Nices Holz, schöner Prediction Lock. Nichts getroffen. Komm schon, 30 Sekunden noch. Ich glaube an große Zauber. Rakete. Ja. Ich glaube auch an große Zauber. Erster. Das bringt aber nichts, Max. Das bringt nichts. Nein, das bringt gar nichts. Ihr pusht da einfach komplett durch. Was machen die denn? Aha, Mann. Oh Gott. Das war auch wieder nett von denen. Also ich hatte jetzt schon 3 Free Wins. Also der war so free. Ich weiß nicht, die nehmen sich nur die Giants und geben dir Lava-Hund, Ballon, Lightning. In unseren Decks war Lava-Hund, Ballon, Lightning und Pfeile. Und Grabstein. Max, wir müssen irgendwas machen. Hilft nichts weiter. Wir können hier nichts großartig machen. Ich verkacke jetzt und bin raus. Wir haben hier einen Maulwurf. Mal gucken. Ja, das ist hier ganz übel. Der kriegt hier die richtigen Karten von Super Saiyan zugesteckt. Alter. Mein Typ hatte 4500, 600. Wie viel? 4,6. Ja, der andere. Klar. Aber von den anderen hatte einer 5000. Okay. Ja, der andere hatte. Hab man definitiv gesehen. Der andere hatte 1900. Nein! Das. Was? Das musst du teilen. 1900? Wie kann der? Der muss doch Level 8 sein, um die Challenge zu spielen. Alter. Das ist Elaine. Gerade Level 8 geworden. Level 3 Poison Spell. 1900 Trophäen. Also sein Deck ist auch OP, das sieht man ja schon hier. Der ist Level 8 mit Giant 5. Tritt der Challenge bei und geiler feedet, was das Zeug aber hält. Der hatte schon 12 Siege. Zitat, Bochum-Fan, geiler Typ. Ich wollte nicht Watch klicken. Ja, wirklich, also das kann ich auch. Ist das möglich? Erstmal das Main-Deck bekommen und dann gegen Gegner aus der Knochengrube zocken. Wie hat er denn schon 12 Siege geschafft? Das ist halt das Ding. Alle Zuschauer schreiben auch WTF 12 Siege. Das ist jetzt hier die ganz große Frage. Er hat trotzdem Kacke gespielt, um ehrlich zu sein. Ja, der ist aber... Ja, kein ganz komischer... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber Max, wir möchten jetzt gerne das 1-3 sehen. Du willst jetzt hier das 1-3 sehen. Ich will das 1-3 auch sehen, aber ich will es von dir sehen. Ich gewinne jetzt und du verkackst. Ja, so richtig schön wie gestern würde ich schon feiern. Ich hau das Game rein. 1-3 kann ich mir hier nicht. Das kann ich mir nicht erlauben. Rage oder Miner? Ich nehme den Rage. Rage. Mhm. Okay. Lava-Hund oder Giant? Das ist immer so eine ganz schwierige Wahl. Scheiße. Lava-Hund oder Giant? Was ist das denn für ein Kack? Ihr habt Henker. Wir haben Henker, Feuerball, Tornado, das ist geil. Ich nehme den Giant auch. Jetzt brauche ich noch was gegen Luft. Ja, oh, sehr schön Luft. Prank. Die Gegner haben Lava und Miner, rest in peace. Oh mein Gott, ja. Nein, ich habe Bogenschützen, ich habe Flugmaschine, Executioner, Tornado, alles, Dartgoblin, alles Feuerball. Und Henker hat er auch. Wir haben alles. Der hat das schon gesagt. Wir haben alles. Alter, wir haben Tornado, die Henker. Das könnt ihr gar nicht verlieren. Man weiß ja aber nicht. Ich habe ja schon viel gesehen. Also von daher. Vielleicht hat dein Mitspieler jetzt noch weniger. Auch wenn das nicht geht.
Okay, das. Oh, Gott, nein. Der Freeze. Es ist vorbei, Ich kann aber den Giant auch gar nicht so kacke. Was ist das? Oh, der Giant beschützt den Executioner nicht. Okay. Alter, was macht der Ritter da? Was ist das jetzt hier? Leute, ich sag dazu nichts mehr. Fehlt's mir an Worten. Boah, der Rage war ganz schön kacke. Darf ich ihn zurückrufen? Also Rage? Nee, na, der Miner ist drin. Ey, das ist aber eine Regel. Rage ist immer kacke. Nee, nee, die Rage ist OP in dem Mode. Oh Gott, nein, nicht der. Der Funk hat mich eben schon so zerstört. Was ist das? Volle Kanone. Oh, ich dachte, der Dark-Goblin. Easy peasy. So, jetzt setzt bitte noch was gegen die Flugmaschine. Oh, das macht er, glaube ich, gut. Oh nein, was machen die denn da? Komm schon, da muss noch ein Skelett kommen. Full Damage, geh down, geh down, geh down, geh down, geh down. Nice. Ich glaube, das gewinnst du. Das. Weil ihr kontert den Gegner ja so dermaßen. Oh, die Pfeile, das war schon geil. Vor allem haben die sonst keine Win Condition. Die haben nur Goblin. Perfekte Bogenschützen. Die haben ja nur Lava. Der Miner. Da kommt er nicht durch. Da kommt er nicht durch. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Oh, das sieht gut aus. Ich will so sehr gewinnen und ich will so sehr, dass Big Spin verliert. Aber da, das liegt noch nicht mal an den Gegnern, das liegt einfach am Matchup jetzt. Momentan tatsächlich ja. Nice Princess, voll in die Pampa gesetzt. Big Star. Oh, das war eine gute Flugmaschine. Ja, das kriegen wir noch hin, wenn der Ritter das ausschalten kann. Und ja, nice Flugmaschine ist am Start. Was mit dem linken Turm passiert? Kann man denn mit Lavahund denken, dass man da einen guten Freeze raushauen kann? Hilfe. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht. Ja, der linke Turm hat auch schon was gut abbekommen. Das finde ich Ich bin jetzt hier im 1-3. Aber ich will jetzt nicht sagen, aber du musst jetzt gleich gewinnen, Wixman, ne? Ja. Ich will keinen Druck aufbauen, aber. Ich auch nicht. Das ist das Letzte, was wir wollen. Nee, aber. Das glaube ich euch. Nice Freeze auch mal wieder hier. Man sieht hier wieder, die Skills sind am Start. Du ragest alles, was gefreezed ist, auch nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist halt ganz sicher. Das ist halt ganz sicher. Oh, sehr schöne Rakete. Hilfe. Es gibt dann immer so den gewissen Punkt, da muss man einfach alles ragen. Und ich habe hier, ich glaube, ich habe mit dem Rage eine Win-Loss-Ratio von 1000 einfach. Ich habe noch nie mit Rage verloren. Guck dir das an. Alles Rage OP im 2 gegen 2. Ach, Gottchen. Oh, ist das gut, ist das gut. Ja. Alle schreiben, das ist Anthrax, ist das der echte Anthrax? Locker nicht, es gibt doch einfach 500 Trimax, die Leute nennen sich so. Das gucke ich mir an. Wo kommt der her? 3400, maximal 9 Siege. Ich denke nicht, dass das Anthrax ist. Ich mache jetzt das nächste Game, keine Lust hier irgendwie rumzuschnacken. Oh, fantastisch. Feuerball. Also, Big Spin steht 1-2. Wenn er jetzt verliert, ist er raus mit nur einem einzigen Sieg. Klar, das kennen wir nicht anders, aber mal gucken, ob er hier heute noch was reißen kann. Das kennen wir nicht anders, sagt er. Alles klar. Jeden Tag postest du deine Einsiege-Grand-Challenges auf Instagram. Richtig, genau. Viermal hintereinander ein Sieg. Ja. Müsstest du mal machen. Alex LH und Cacts. Ich hab Abilio, okay. Abilio. Dem Kollege was? Abilio. Oh, da sehe ich schon, dass der Typ es nicht verstanden hat, weil er seinen Lava-Hund hinter den King Tower setzt. Das ist Bogenfan, sei jetzt mal nicht so negativ. Wir müssen hier positive Energie reinbringen. Das zeigt schon, dass er keine Ahnung hat. Fieder-Energie. Ja, schön die Barbaren in die Fire Spirits. Okay, das. Das hab echt schäbig gespielt. Und das habe ich auch gerade überprüft. Die haben genug gegen Lavahund. Ja, Doppelofen, das kann ein Albtraum für euch werden. Oh mein Gott, was haben die alles gegen die Luft? Der Feuerball kam auch von Big Spin. Sollte der ganz große werden, aber es wurde dann nur ein Big Spin-Feuerball. Alles klar. Na, der Eisgeist war natürlich ordentlich. LOL, Dart Goblin, was? Das war der schlechteste Dart Goblin vom Gegner. Also der Outranger wurde gegen den Bombenturm, der bringt ihn in Nahkampf. Wenn ihr das Matchup jetzt auch noch, also wenn du das jetzt gewinnst, das wäre schon. Wäre Sahne, ne? Findest du Holz daneben? Ja. Das wäre schon Respekt, also. Die Gegner haben zwei Öfen und. Haben die ich würde sagen, Bombenturm klärt das. Nö, die haben einfach gecycelt, okay. Da haben wir einigermaßen eine Defense. Princess klärt das auch. Schwarzfäller Eisgeist, hat ihr Doppel-Eisgeist? Doppel-Eisgeist, ja komm. Eisgeist ist zu stark gegen den Schweinereiter in dem Mode. Ja, schon, der weiß auf jeden Fall, dass er hier gar nicht so schlecht spielt. Finde ich auch gut, wenn man... Ja, mein Mate macht das ganz gut, also da habe ich, ehrlich gesagt, gerade schon leichtes... Aber wie kann das denn sein, dass du mit einem Lava-Hund gewinnst und die Gegner haben jede Einheit ist gegen Luft? Warum? Ja,
So viel Sepp-Value. Double Royal Giant. Jeder, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, die picken alle den Royal Giant. Alle. Alle spielen Royal Giant. Ey, Luca, sag mir mal, wie du das machst. Ich möchte auch mit Lavaund gewinnen. Alter. Ja, ich verstehe. Das ist ja unglaublich. Die Gegner picken immer den Royal Giant und gehen den Lavahund ab und verkacken dann und checken es nicht. Die denken, es ist gut. Feuerball, hallo. So sieht es aus. Meine Damen und Herren. Hier schreibt jemand, nerf den Royal Giant, der ist so kacke. Der kannst du auch, da kannst du, die haben zwei Royal Giants, sie könnten auch drei oder vier haben. Die Karte ist einfach kacke. Aber trotzdem wird der in dieser Reichweite bei 3.000, 4.000 Pokalen so oft gespielt. Weil er fucking maxed ist. Das ist echt extrem. Hab da jetzt mal Vertrauen in den Royal Giant, Mensch. Ich finde das nicht so schön, wie du über den redest. Der Royal Giant. Haben Scheiß mit dem gebaut. Ich weiß noch diese Zeit da, als er in Competitive gut war. Oder im Ladder auch. Da war der auch im Ladder noch gut. Und dann... Thumbs up nochmal hier. Schön gespielt. Ich hatte einen Nerf Big Spin, sehe ich genauso. Der Royal Giant, der ist jetzt einfach nur noch nervig. Sonst nichts. Die Leute bei Free to Play. War das nicht immer schon? Ja, aber jetzt dann nicht mal mehr oben zu nutzen, so. Wir haben scheiße geworden. Ein Zwischenstand von Bochum steht 3-1, richtig? Ja. Und ich und Wixpin stehen 2-1. Bochum 2. 2-2, was habe ich gesagt? 2-1. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ja, 2-2 stehen wir. Ich bin so ein Mongo, Alter. Danke. Nächstes Game. Der wird direkt mal gebannt. Wir haben ja auch echt, ich muss sagen, jetzt muss ich uns lassen, wir haben echt die Season schon mega krass gepusht. Ich auf 4-3, Bochum auch und Bixby noch auf 4-6, da wo wir alle resettet wurden. Ja. Ja, wir warten halt auf die Balance Changes. Wir sind bereit in den Startlöchern. Nächstes Game, Bochum. Ich weiß nicht, was du willst. Ich bin Platz 1 der Welt. Echt? Ja. aber mit Feuerball. Ey, das ist... Hä? Okay, ja, gut. Sicher? Floppy hat mir gerade geschickt, wie er Platz 1 der Welt ist. Ja, ist aber nicht. Update. Ah, Mist, okay. Hat er mich überholt? Das ist jetzt aber nicht nett, wenn er mich überholt hat. Nee, hat er nicht, Wie sehr sehnst du dir das Beatdown-Duell gegen Floppy im Ladder? Wie sehr sehnst du dir das? Das wird kommen, das Expertenduell. Ja, gerne, nur jetzt mit dem Balancing habe ich echt Angst, weil mein Lightning nicht mehr spielbar ist. Scheiß Lightning, ey. Ich habe gehört, manche Polis können nicht so richtig schwimmen. Aber gut, Floppy spielt auch mit der Rakete immer mal wieder gern oder mit gar keinem Zauber. Ja, wobei in deinem neuen Deck war ja nichts genervt worden. Stimmt. Oh. Also. Das wird dann noch schnell wieder Doppelballon. Ne, das zerstört mich ja so sehr, da bin ich auch froh, dass ich nicht gegen ihn spielen muss. Alter! 70% kriegt er, also befriedigende Leistung von ihm. Was hat der für Feuerball geworfen da? Ja, war richtig gut. War gar nicht so, also so fatal. Also ich muss sagen, der Friedhof hat zu 50% den King Tower überdeckt, aber da ist einfach kein Skelett gespawnt. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt auf die Schnauze kriegen. Ja. Also richtig. Die Antwort ist ja. Definitiv ja. Sepp, was war das für ein Sepp? Die haben zu viele Skelette haben die. Hat der Gegner gesappt? Pekka! Der Gegner hat gerade einfach so ins Leere gesappt. Schön. Der Friedhof. Nice, der Friedhof. Der kam ja echt. Sehr schön. Nice, Elektromagier nochmal hier. Man sieht die Gegner. Könnt ihr bitte sehen, warum wird der King Tower nicht aktiviert? Jetzt. Jetzt kommt hier der Backdoor. Mann. Backdoor, das nennst du Backdoor. Ja, das ist voll der Backdoor für einen Lavaloon-Spieler. Ja, ist das. Damn, gefällt mir. Salzig. Luftmaschine. Die heißt nicht Luftmaschine, das ist Flugmaschine, aber ich kann es mir nicht merken. Oh, die geht da durch. Das war ein starker Feuerball. Und mein Mate hier mit dem Ballon, eiskalt. Ja, ich fasse es mal wieder. Ballon ist eine idiotensichere Karte. Ja. Also natürlich soll der jetzt nicht rausgeschossen werden, dass du ein Idiot bist, aber... Nee, das war jetzt ernst, also... Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nichts. Genieß doch einfach mal den Schaden, den du kassierst. So gut ist das jetzt gar nicht einfach mehr. Entspannt zurücklehnen. Ich finde das extrem alles gut. In diesem Modus, wie schnell sich die Ausgangslage ändert. Defensiver Ballon buchen, was sagst du dazu? Kreativ. Es ist schon ein fantastischer Tank. Oh mein Gott, Alter. Das war so schlecht von mir. Was sind denn das hier? Fliegen die ganze Zeit irgendwelche Zaps? Kann man das jemand nochmal in Zeitlupe mir nochmal zeigen? Extrem. Jetzt mal ganz im Ernst, in diesem Modus, du denkst, du hast gewonnen und 10 Sekunden später
Denkst du, du hast verloren? Ja, weil es einfach so viel Elixier ist. Es ist Double. Oh lol, das Kobold fast. Ich glaube, wir haben gewonnen. Hast du es gesehen? Defensivo, ja, ich hab's gesehen. Defensivo, Schweinereiter. Ich hätte es nicht gesehen. Das ist absurd. Das ist absurd, wie schlechte Plays hier manchmal rausgeholt werden. Oh, wir haben gewonnen, ja. Der Henker regelt ja richtig. Ja, das ist halt scheiße. Der Henker hat's gerissen hier. Schweinereiter, wie viele Win Conditions habt ihr denn? Ja, Feuerball, das ist halt. Alter, wie kann denn der Junge einfach nicht verlieren? Ich verstehe auch nicht, wie ihr die Ballons an den Turm überhaupt bekommen könnt. Da hat mein Hat man Meldung gemacht. Fertig, aber, mach krank, aber mein... Alter, ohne Beleidigung, krass Respekt, haha. Ja, man kann tatsächlich sich auch ohne Beleidigung fertig machen. Also mein Gegner, mein Mitspieler hat wirklich gut gespielt. Ja, das war gar nicht so kacke. Ihr hattet teilweise gucken, nicht die richtigen Karten, aber es war gar nicht so kacke. Jetzt muss ich wieder ran. Ich will nicht ran. Ich will euch einfach nur zugucken und sehen, wie ihr verkackt. Ja, Max, ich finde das schön. Ich meine, es ist jetzt einfach, selbst mal angenommen, wir schaffen jetzt noch so 7, 8, 9 Siege. Jedes Game könnte das letzte sein. Ist das, für mich jetzt ist das nicht, ein, ne? Ja, ich weiß, aber ist das der nötige Druck, den ich brauche? Reicht es nicht schon, dass es schwer genug ist? Ja, ja. Leben am Nürnberg, Max. Ja. Direkt. So, es ist jetzt wieder Matchball. Oh, Golem direkt. Your Clanmate left the match. Jawoll. Ja, Max, normalerweise freue ich mich darüber nicht, aber heute ist irgendwie so ein besonderer Tag. Da denke ich mir, kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen, dass man sich darüber freuen kann. War's das jetzt echt? Soll's das? Das war's? Mehr habe ich nicht zu bieten. Mein Teammate, der hat geliefert. Mhm. Ja, lassen wir das zählen? Oder? Your Clanmate rejoined the match. Wir sind wieder drin. Ah, sehr schön. Wir noch picken. Das wäre aber auch scheiße gewesen. Einfach gewesen, ne? Ja, doch, das wäre aber auch scheiße gewesen. Er pickt aber nicht. Der hat jetzt nicht die geilste Internetverbindung. Nico die Mayday. Er ist. Your Clanmate left the match. Wir sind wieder raus. Wir sind wieder verkackt. Zählt das oder wie sieht das aus? Das zählt. Ja, ich schreibe da Karma. Ich finde, das Karma ist ein ganz guter Oberbegriff. Oh. Ah, ja. Er ist wieder drin. Wir haben wieder eine Chance. Jetzt pickt er sogar. Nicht entscheiden. Wir hatten ja eben schon gesagt, zwei Niederlagen leben am Limit, aber rejoin, lieben, das ist nochmal mehr Leben am Limit. Okay, komm schon, das kriegen wir hin. Aber alleine ist so bitter immer. Du wirst einfach überrannt. Mein Teammate raged. Ja. Er wollte ja gerade sagen, scheiße, ich muss lieben. Thumbs up gibt er. Hoffentlich. Kann er was setzen? Vielleicht ist das auch so einer, der keinen Bock mehr hat. Das kann er was setzen? Genau. Ja, er setzt was. Oh! Drei Musketierenden, geschmeidig in einer Reihe. Der Gegner klont, anstatt ein Spell drauf zu werfen, wie das jeder normale Spieler machen würde. Aber hier. Oh Gott, der Spell, setzt ist natürlich geil. Spell. Komm, mach doch Klon, ein Spell. Lukas, Klon habe ich jetzt richtig oft gesehen in Leather. Nice, Klon. Das ist die Dingsbomb. Nein, oh mein Gott, die Gegner kontern sich gegenseitig aus. Der eine wirft ein Holz, damit die drei Musketierenden nicht alle in der Ballonbombe stehen. Klon ist gut geworden, wirklich. Also. Ja. Oh, der Elektromagier. Okay, ich will das jetzt echt gewinnen. Der hat jetzt. Natürlich seine Disconnects am Start. Hat man übrigens gerade auch wieder gesehen, wie OP der Ballon eigentlich ist. Eigentlich, Bombe. Hat mir da gut gefallen. Ja. Inferno Dragon gegen das Kobold fast, nice. Bucky hinten, wenn er gegen eine Rakete hat. Nice. Das ist Move. Verdammt nice. Und der Dart Goblin. Oh mein Gott, Dart Goblin genüsslich mitgenommen. Aber die haben keinen großen Spell. Das ist gar nicht. Heilzauber ist da. Oh mein Gott, mein Teammate ist genial. Ist halt leider kein das ist mein in Holz noch dazu. Das ist ein Genuss. Besser kann es nicht laufen. Eisgeist dazu. Perfekter Predict. Der ist weg. Die haben spielt drei Musketierenden Heal, dafür reporte ich ihn. die haben keinen großen Spell, was wollen die denn machen? Die ja, haben auch keinen großen Skill. Halt kann den Supercell drei Musketierenden geben und in dem Zug keine großen Spells vergleichen? Das Lustige ich hab mir ist, den großen Spell das genommen. Das Lustige ist, das ist halt jetzt echt Supercell gewesen, weil der Typ das ja nicht selbst ausgewählt hat. Was heilt denn der denn da, mein Teammate? Der hat sich das nicht selbst ausgesucht. Vollbringer ist auch ein Golem, der explodiert am Turm. Ja, das ist ja das Ding. Der Typ hat sich nicht drei Musketiere genommen. Doch, hat er. Also, doch, der hat noch zwei Karten gepickt. Er hat dafür keinen großen Spell vergeben, verstehst du was? Ach so, ich ja, okay, das stimmt natürlich auch wieder. Das macht er überhaupt gar keinen. Was hat er dem Gegner dafür gegeben? Klon? Ich will jetzt hier aber schon noch. Alter, oh, mein Teammate. Was haut denn der für Plays Alter, raus? Alter, das ist ja jetzt wohl hier der Witz. Erst geht der Teammate AFK, da denke ich mir schon, ja, alles klar. Dann spielt er einfach drei Musketierenden Heal. Ich will mal wissen, wie viel Pokal der hatte. Dein Mitspieler. Der hätte jeder, keine Ahnung, was gewonnen.
Oh, das ist geil. Wir hatten safe verloren, weil er Disconnect hatte. Er kommt wieder, er ist wieder weg, er kommt wieder und dann spielt er einfach fantastisch und mit einem nice Deck. Und jetzt lacht er noch. Well played, thumbs up. Der Disconnect Boy ist am Start und gewinnt das Ding für dich. Gott. Jetzt ist da wieder dieser Druck, ne? Ja, Big Spin, der ist dann immer bei dir, weil du der bist halt auch. Auf der Blase, den spür ich. Ansonsten weiß ich nicht, von welchem Druck ihr redet. Das, gut gesagt. Ich krieg nochmal 30 Karten, Minions, nice. Ja, Big Spin, du musst du nachlegen. Ja, easy. Easy, sagt er. Easy. Das, easy, wenn, easy. Wenn du das jetzt verkackst, dann schneide ich das vor. Dann schneide ich das in den Teaser. Haben wir letztes Mal gemacht, wo du gesagt hast: Ja, doppelter Einsatz, wir gehen hier volles Risiko. Ah, scheiße, ich hab verloren. Hast du das echt gemacht? Das ist im Teaser drin, ja. Ich und Chef Strom und ich hier wollen so: kleiner Einsatz, nicht so viel Risiko. Big Spin sagt: Na komm, wir gehen aufs Ganze. 2 Super Magical Chess muss der Verlierer abdrücken und dann zack, letzter Platz. Ja, no risk, no fun. Ja. Eben am Limit hier. Ja, was sagst du dazu? Hab bitte einen großen Spell, ansonsten bin ich dir nicht wütend. Weil ich habe nämlich keinen großen Spell. Wie kannst du denn schon Lightning, okay? Ich meine, der Lightning ist okay. Aber dafür, wie hat er denn gespielt? Ja, nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Also für die Elo, für das, was wir gewohnt sind, auf jeden Fall akzeptabel. Muss jetzt hier leider Pfeile werfen, damit das Musketier stirbt. Dein Clan-Kamerad hat den Kampf verlassen. Das tut weh. Big Spin, ich kenne das. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl. Aber dann kommt er wieder mit 3 Musketier-Heilzauber. Nee. Ist wieder da. Ja, leider 5 Minuten zu spät, Mann. Oh, und... Okay, euer King Tower ist an. Mich doch. Der Ofen. Hast du den gespielt? Ja, was soll ich denn machen? Geile Karten. Prinzessin, Kobold, Fast Dart Goblin. Das sind schon die nicen Dinger, die man Witz, gegen solche Gegner braucht. Das ist halt... Ja, da musst du wohl nochmal zurück ins Trainingscamp. Wie kann Scheiße. Das denn sein, dass der Gegner einfach lief? Also mein Mate, komm wieder SimCity hier. Die, jedes Mal, wenn du, also jedes Mal, wenn Bochum-Fan Ballon hat, können die Gegner nichts machen. Jedes Mal, wenn du einen Ballon hast, haben die Gegner 50 Gebäude. Weil das ist Gerechtigkeit. Ja. Alter, mein Gott. Wir verlieren den Turm, weil der AFK ist, Mann. Hilfe. Also wenn das jetzt noch gewinnt, Respekt. Wenn guck, ihr das wir jetzt... haben keinen großen Spell. Hat er einen großen Spell? Das sind 4 Musketiere, oder sehe ich das falsch? Alter. Mhm. 4 Musketiere, kein Zauber. Ja, 4 Musketiere und ein verzweifelter Wix. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Giant, Flugmaschine. Mhm. Weiß nicht, keine Ahnung. Geht, ist außerhalb meiner Kompetenzen zu sagen, was ich jetzt tun soll. Das finde ich auch mal ganz gut, hier so zu erwischen. Einfach mal nicht wissen, was der beste Zug ist. Hier gibt's keinen besten Zug, hier gibt's so verlieren. Das ist 1 gegen 2. Oh, Holzfäller? Was für ein Holzfäller? Ach, da. Der macht mal ein bisschen Damage. Hab ich gar nicht gesehen in meinem Frust. Mhm. Hast du in deinem Frust gar nicht gesehen? Ah, schlechter Ballon. Max, warte ab. Jetzt kommt hier die Holzfäller-Kombo. Er hat eine Rakete ins Nirvana. Wir werfen jetzt hier... Oh mein Gott, er hat einen Fireball drauf. Er schafft es nicht, mit dem Lightning-Turm zu treffen. Nice. Eine 30 Sekunden noch, Big Spin. Alles gut. Eine unserer letzten Chancen. Den Turm nicht mehr. Boom-Fan. 27 Sekunden. Warte mal auf, jetzt hier die Negative Nancy rauszuhauen. Die Negative Nancy? Was? Flugmaschine ist Turm! Oh mein Gott, was easy, war das? Easy, Jungs. Ey, wenn du das noch das gewinnst, ist easy peasy, lemon squeezy hier. Wir wissen ey, das alle, sieht voll gut aus jetzt. 1 gegen 3, der Gegner war AFK. Als ob, wie ist das passiert? Der Mate war AFK, meine ich. Easy peasy. Alles aber easy. Die können finishen. Die können finishen. Können gar die können finishen. Doch, die können finishen. Es ist nichts. Zeit für richtig große Zauber. Der nichts. Muss jetzt den Lightning drauf. Lightning, ist... Junge! Yeah! Oh mein Gott! Was ist das für ein Kack? Nie im Leben. Mann, wie kann denn Big Spin 1 gegen 3? Das ist jetzt irgendwie. Ey, das oh ist Gott. Das ist easy den Chat. Sorry, Big Spin, du musst wieder ins Trainingscamp. Am Arsch! Das kannst du nicht sagen. Das ist was ist das denn, Mann? Ich. Also, wisst ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit wäre, dass ich das verkackt hätte? 100%. 100%. Alter. Also, wir strugglen hier von einem Game ins nächste. Hör rein, ne? Ich kann es nicht fassen, okay. Weiter, ich hasse Big Spin, vielen Dank. Das ist doch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Deine oh, Gegner das ist schwierig. Haben willst auf einmal jegliches Clash Royale-Verständnis verloren. Kampfholz oder Poison? Diese Männer fühlen das Game. Ja, Big Spin hat das Game gerade auf definitiv gefühlt. Und mein Gegner hat sich kreative Karten gepickt. Mein Mitspieler.
Wir nennen echt, ich schwöre, wir nennen wirklich, jeder von uns drei nennt unseren Mitspieler immer unseren Gegner, weil die einfach so gegen uns spielen. Das ist hier durchgehend ein 1 gegen 3. Das ist halt wirklich so. Ich hab Kobalt-Hitte hier, die OP-Karte nämlich. Oh, das Alter, war die Kanone. Stark. Und die Kobalt-Hitte, das geht aber hier echt knackig los bei euch. Ah, ich hab bei Long. Ich hab bei Long. 64. Geht ja echt aggressiv los. Super Tesla, von wem kam der? Nicht von mir. Auerkauer. Nein, oh, das nice. Nicer Lightning. Super, das Musketier, dezent nicht getroffen. Ja. Nicht noch ein Lightning spielen. Oh. Ja. Noch geht vielleicht sogar ein bisschen klar. Nee, der wollte dir gerade zeigen, wie man Lightning wirklich spielt. Oh, Golem, Schweinereiter, Prinz, der Dart Goblin. Dein Teammate. Was macht der denn da? Ja. Das ist nicht schön. Findest du das nicht schön? Nee. Alter, das hat ja gerade der Prinz für eine Tag rausgehauen. Das ist ja schon verloren. Guck dir die Kanone an von den Gegnern, die wissen gar nicht, wie das Spiel funktioniert, gewinnt trotzdem gegen euch. Was machen wir denn da, wenn wir das nicht so schön finden? Die Kanone, guck dir die mal an. Weißt du nicht? Was machen die denn da? Die können auch schon finishen, oder was soll das für eine Kanone gewesen sein, Alter, der Executioner? Nicer Lightning, wird direkt ersetzt, die Flugmaschine. Lichtwechsel. So, jetzt kommt der Push, pass auf. Alles klar, Alter, jetzt werden die Gegner so gierig. Die werden so gierig. Ja, sehr gut, Golem nach hinten. Also, die haben überhaupt keinen Plan, was die da machen. Die Kanone schon wieder, das ist ein Witz. Und der Eisgolem. Die machen hier eine Challenge. Wie verbrenne ich am meisten Elixier in der gegnerischen Hälfte? Ey, aber jetzt fangen die Gegner auf. Oh Gott, dieses Holz. Oh, das Holzballon ist jetzt dahinter. Nee, da kommt nicht viel. Noch. Oh, Bohrenfan, das sieht düster aus. Schon, originales Holz. Mini-Packer, Mega-Minion gegen Golem. Nicht den Lightning spielen. Oh. Ne, war doch gut. Die Kanone ja, schon wieder. Was soll denn diese Kanone? Die wird reported. Das ist das dritte Mal gemacht. Das sind keine Missklicks. Nein, was macht der da? Und dann direkt den Giant rein. Anstatt die Kanone auslaufen zu lassen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst auf dein Herz hören. Im Zweifelsfall hätte ich jetzt gesagt, spiel Lava und Ballon an der Brücke. Aber die Möglichkeit besteht hier leider nicht. Das geht außerdem nicht. Das kostet, oh, der Tesla ist fantastisch. Dein Teammate ist gerade echt heilige Scheiße. Nein, jawohl. Sauber, ist nicht dran. 30 Sekunden noch, Bochum-Fan. Oh Gott, wie viel Zauber habt ihr denn? Und dann wieder die Kanone. Was sind das denn für Kack-Kanonen? Das zerstört mir einfach die Stimmung komplett mit diesen Kanonen. Und dann diese Tesla von deinem Teammate. Zwei Golems. Wie viel Elixier wasten die denn für die Kanone jedes Mal, der Typ? Doppel-Golem. Nicht den Lightning werfen! Kanone! Oh mein Gott! Offensive Kanone schon wieder am Start. Ich weiß nicht, was der mit der Kanone tun will. Warum mein Mitspieler schon wieder den Lightning da drauf geworfen hat. Ja. Warum hat er das gemacht? Das ist der Dauerlightning. Da musst du ihn fragen, würde ich jetzt mal. Würde ich auch sagen. Das ist der vollautomatische Lightning. So dumm! Was waste denn die da alles? Guck, oh, die Kanone wieder. Kanone, ich kotz Bixel. Was sagst du zu diesen Kanonen? Gar nichts. Das war die fünfte. Das ist für mich ein Joke. Ich hab's gar nicht mitbekommen, was die mit den Kanonen so machen. Ja, besser ist das. Ich guck da gleich drauf. Das sind Freewin-Kanone, die nächste Kanone. Eine Kanone, Mann. Was denkt der, was die Kanone kann? Was soll der? Der denkt irgendwie, das ist ein Feuerball oder so. Egal, wir kommen nicht durch. Und jetzt kommt der Konterpunkt. Alter, das ist hier Not gegen die Valkyrie wird verbrannt. Okay, ein kreatives Musketier. Die nächste Kanone in den Giant direkt rein. Wunderbarer Kai. Der Kai sitzt. Wer hat die Kanone von den beiden? Das würde mich mal interessieren. Die müssen gefühlt. Nee, also der eine, der Elektra, also der muss ganz schlecht sein. Das reicht nicht, der kommt nicht durch. Nee, Alter. Das gibt's doch nicht, Mann. Alter. Geil. Du kaufst dir die Gegner, ohne Witz. Kann sein, also. Da bin ich sprachlos. Ich kann's nicht fassen. Der hat 8 Kanonen verbrannt. Der hätte sie lieber hinter seinen eigenen Turm spielen können, das wäre besser gewesen. Ich hab nicht drauf geachtet. Aber irgendwie haben wir mehr Elixier bekommen dadurch. Hier schreibt ein Zuschauer, wahrscheinlich denkt der Gegner, die Kanone wäre die Kanonenkarre. Ja, das glaube ich auch. Mal gucken, wie viel Pokal der Typ hatte. Oh, und 3000. 3000, und der hat die Kanone, das heißt, komplett schon verstanden. Der hat sich schon ein paar Monate mit dem Spiel beschäftigt. Wenn das Ergebnis dabei ist, bin ich raus. Den Typen will ich nie wieder sehen. Der andere hatte 2,5 und meiner hatte. Also so sah ich auch 3000 Dauphin nicht aus. Nee, also die Kanonen. Ich auch nicht, ne? Aber jetzt habe ich noch ein Golem-Deck mit Inferno-Turm gespielt. Ach du Scheiße. Letzter hat gefühlt das Tutorial gefällt. Ja, da muss ich sagen, in der Tutorial gab es doch keine Kanone. Und mit diesem Golem-Deck mit Inferno-Turm bin ich mal Top 30 in so einem großen Turnier geworden. Das zeigt, wie nicht competitive damals Clash Royale war. Das stimmt. Ich hab mir gestern mein erstes Video angeguckt. Ich habe einfach 2 Gebäude gespielt und nur Pfeile rübergeworfen und so ein Scheiß. Das ging gar nicht. Ja, wieder das nächste Game. Es ist schon wieder Matchpoint, wenn ich verkacke.
Habe ich verkackt. Ja, Max, der Druck lasse ich jetzt auf dir. Nee, ja. nee, ich gewinne das und dann lasse ich den halt wieder auf dir. Lavahund oder Friedhof, ich nehme den Lavahund. Jetzt brauche ich nur noch einen Hard-Counter gegen den Friedhof. Wie wäre es mit den Bogenschützen? Ah, die sind schon geil, aber Executioner macht insgesamt mehr Sinn. Ich nehme mir die Bogenschützen, ich habe nämlich die Rakete. Ich call jetzt schon super nice Raketen. Die haben Doppel-Executioner, nehme ich mir da die Minions. Und dann Dart Goblin. Ich nehme mir tatsächlich die Minions. Aber die haben Doppel-Executioner? Ja, ich weiß. Die Minions sind stark. Aber der Dart Goblin wäre auch useless. Ja, ich weiß, es ist halt beides. Ich glaube, das könnte schwierig werden mit einem Lava-Hund gegen Double-Execution. Oh Gott, ich habe Hexe, Klon und Lava-Hund. Lava-Hund-Klon? Rakete? Nachthexe? Das kann geil werden. Das ist ja gut, aber nicht, wenn die Gegner Double-Execution haben. Scheiße, das ist der Klon echt nicht so geil. Was ist das hier? Beauty Dog macht da gute Sachen. Oh, hier hat einer in den Chat geschrieben, Bochum-Fan bekommt keine Noob-Aids, seine Teammates bekommen die Noob. Oh, damn. Würde ich so unterschreiben. Aber das ist innovativ. Habe ich Skill und treffe alles oder bin ich so ein Chief Pet? Ja, nice. Erst und das letzte Mal im Game, dass du eine Rakete richtig getroffen hast. Ich call's. Nein, ich bin damit zwei hektischer. Ich glaube, das einer. Ist da einer AFK, Alter? Das guck dir das an. Gewonnen. Das ist einer AFK. Scheiße, verloren. Das ist einer AFK. Das ist keiner AFK. Ging sowas an. Als ob, Alter. Alter, Max, ne? Ist das. Nein, da muss doch einer irgendwie disconnect haben. Nein. Das ist der Shit. Ich habe die Lava-Hund-Mechanics drauf, da kannst du dir noch eine Menge von mir abschauen. Wie blöd sind die denn bitte? Kann der Gegner, wie können die denn immer so Mülltonnen-Drafts machen? Ich calle auch, die haben bei. Also nee, das Deck kann, damit kannst du gewinnen. Ja, Max, die Raketen hast du drauf. Du hast gerade ins Gras gebissen. Guck doch mal, was die alles gegen haben. Alles super noch, alles noch okay. Doppelprinzessin geht noch klar. Die können das gewinnen, die haben auch. Scheiße, ich brauche jetzt ganz doll meine Rakete. Was hast du gesagt? Die können das noch gewinnen, die Gegner? Nein, aber die könnten das gewinnen vom Matchup her. Ja, die haben noch nicht mal Schaden verursacht. Das ist aber nicht so schlecht für die eigentlich. Die sind nur zu dumm. Ist mir recht. Wie sie verlieren, ist mir eigentlich egal. Ja, auf jeden Fall haben sie verloren. Alles andere. Oh Mann, das ist echt nicht cool. Gefällt das nicht. Aber als letzter ist auf jeden Fall das Schlimmste, glaube ich. Die haben noch keinen Schaden gemacht. Die Gegner kriegen nichts geschissen. Und das ist auch recht nice, muss ich sagen. Hat man schon mal Flawless gespielt, 2 gegen 2? Mm-mm. Ah, das war's. Schade. Aber man wurde schon mal belohnt und hat den krassesten Reward aller Zeiten für die Rakete bekommen. Colt geht raus an Big Spin, weil er... Weil das wäre angeblich meine letzte gewesen, aber es war die erste. Damit ging das Ganze erst los. Alles klar. Ich glaube, da hatte am Anfang irgendeiner Internetprobleme. Guck mal, jetzt passiert doch nichts mehr. Und am Anfang habt ihr beide Türme genommen direkt. Klon. Da haut er einfach den Klon raus und es klappt auch noch. Klon. Ich habe, glaube ich, alles mit dem Klon und alles mit einem Rage gewonnen. Das ist der Shit. Hier gelandet. Das ist wirklich der Shit. Ganz solide. Das hätte auch flawless werden können, wie ich gespielt habe. Ah, gut, Big Spin. Da muss ich leider sagen, das habt ihr echt gut gespielt. Nachmachen, Big Spin. Ja, bin dabei. Jetzt wird nachgemacht. Mein Teammate hieß Deck Killer. Das ist so ein stumpfer, sinnloser Name. Deck Killer, ja, nice. 3 Musketiere und ich habe den Fireball. Nehme ich sie mir jetzt, weil die Gegner haben den Lightning und nehme ich mir den Freeze. Welche ja, eine Rakete, ja, safe nehme ich hier. Kommt drauf an. Nee, da kommt auf gar nichts an. Ja, wenn die Gegner das splitten und die nice unterwegs sind, dann kriegen sie es hin, aber. Richtig. Wenn das so ein Knochengrubenchiller ist, dann ist er raus. Knochengrubenchiller. Drei Musketiere sind nicht gut hier in 2 gegen 2. Warte, ich habe Fireball. Ja, aber nur wenn die keinen großen Spell haben, sind die gut. Hier schreibt ein Zuschauer mal sehen, ob Big Spin wieder gecarried wird. Oh, das ist der Feuerball. Das ist der Feuerball des Todes. Ah, schade. 3 Musketiere. Okay. Na gut, ein Musketier überlebt. Ja. Das geht auch noch klar. Jetzt wird den Gegner mal gezeigt, wie man spielt. Setzen hier einfach einen Golem hin. Jetzt werden wir hier gleich irgendwas mit einem heftigen... Okay, wir werden es nicht tun. Oh, Hacker. Ja, Hacker. Alter, wie lächerlich, Mann. Hacker. Die haben Hacker. Wir sind hier schon wieder... Oh, in der Feld. Das aussuchen. Ich schwöre, die konnten sich aussuchen, Hacker oder Lule. Ja, natürlich konnten die sich das aussuchen. Ich habe auch einen Lava-Hund.
Das konnten die immer. Die haben auch die drei Musketiere. Drei Musketiere gegen drei Musketiere. Es geht los. Scheiße, du hast ein Feuerball. Ne, vier Musketiere gegen vier Musketiere. Oh mein Gott, das ist vier Musketiere gegen vier Musketiere. Nein, das. Oh Gott, ich dachte auch gerade, er haut so eine Rakete ins Nirvana. Oh, ihr bräuchtet einen Sepp, sonst... Guck dir das Musketier-Duell an, ich kann es nicht fassen. Wir haben Sepp. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Oh, Lightning kommt. Alter. Egal, Prinzessin egal, vom Gegner Scharfschütze. Alles noch gut. Double Fire Spirits am Turm. Das war nicht gut. Nicht gut. Die machen es gut. Die setzen einfach alles an die Brücke. Alter. Und das funktioniert. Hilfe, Mann, Helm. Oh. Was ist das? Alter, die sind übel gut, die Gegner. Mann. Die sind halt echt gut, ey. Oh mein Gott. Wieso? Warum? Setzt das? Nein. Ihr habt Doppel-Lava-Hund, Golem, Royal Rage. Giant. Das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist ein Rage. Oh, jetzt. Oh, die Musketiere wurden vom Executioner noch getroffen. Oh, die Fire Spirits. Oh, Baby, let's Alter, was ist das denn? Wir müssen gerade mal irgendwas protecten. Ja, das ist nicht das. Sauber protected. Das Problem ist der Entpacker. Der Packer ist das Problem. Ist richtig, das ist ein Problem. Super schlechte Flugmaschine. Die splitten das so gut, die splitten ihren Dings so gut, das gibt's überhaupt nicht. Aber wenn ihr jetzt euch ihren Lightning, ne? Ja, Feuerball. Wir haben auch nichts, wir haben nichts. Oder Rakete. Wir haben nichts, Zero. Ich habe auch gerade keinen Fireball. 40 Sekunden noch. Alter, das ist so verloren. Oh, starke Fire Spirits. Nee, wurden vorher weggesappt, doch nicht stark. So wirft der denn immer einen Royal Giant auf die eine Seite da. Ja, also die muss doch klar sein, dass es nicht funktioniert. Den Rage da sogar ein Hit. Jetzt kommt der Turm. Zweiter Hit. Zwei Hits. Was hat er für einen? Hat er einen Spell? Lava-Hund. Wir setzen einen offensiven Lava-Hund, okay. In drei Flugverteidigungseinheiten rein. Und die Musketiere wurden schon wieder getroffen. Ihr habt verloren. 18 Sekunden noch. Bitte sagst du das nicht. Als ob? Was? Oh mein Gott, ihr seid in der Verlängerung. Oh Gott, der Royal Giant von deinem Teammate. Gott, ist der schlecht. Gott. Ich verstehe diesen Modus nicht. Oh mein Gott, meiner. Nein, ihr habt Feuerball der Defense. Easy! Lightning kommt. Gott. Lightning? Wir kommen jetzt irgendwie dran Musketieren oder sowas. Die haben keinen Spell mehr. Nee. Ich kotz ab, Big Spin. Alter, was macht denn Big Spin hier? Ich verstehe diesen Modus nicht, Mann. Ich check's nicht. Aber die letzten drei Musketiere waren auch scheiße von denen, ne? Alter. Also. Holy shit, Mann. Was sind das für Games? Da kommen wir überhaupt nicht drauf klar. Scheiße. Mann. Wir sind hier ein Matchball ins nächste und retten uns immer wieder die nächsten Games. Ich kann es nicht fassen. Guck mal, wie die Zuschauer mal wieder ausrasten. Das macht Big Spin hier jede fucking Runde. God damn it. Der Feuerball hat mir das Game gerettet. Ach du Schande. Bin dran, ne? Ich muss. Ja, du kannst das nächste Game starten. Ich muss mal ganz kurz hier einen Zuschauer auf eine Frage beantworten. Also es ist generell so, bei Twitch kriegt man die Werbung, die zu einem passt, immer vorgespielt. Das heißt, wenn man männlich ist, kriegt man eher BMW-Werbung. Wenn man weiblich ist, kriegt man irgendeine Frauenwerbung, keine Ahnung, was mir da gerade einfällt. Und da schreibt der Felix, ist das Zufall oder warum sehe ich auf Twitch immer nur Bierwerbung? Ich hab Felix, Alter, der hat so richtig viele Kästen Bier einfach auf Amazon Prime bestellt, damit es auch direkt am nächsten Tag da ist. Und jetzt wird er hier bei Twitch zugespammt mit Bier. Sauber. Hast du dich selber gebastelt? Das war auch eine Steilvorlage. Lukas, ich hab einen Lava-Hund. Du willst doch gegen you and your Legos. Aber das hier, das hier ist nicht gut für uns. Gar nicht gut für uns. Findest du? Ah, schöner Lightning. Nice, ja. Lightning. Und auch von uns ein schöner Lightning. Die waren gleich gut, die Lightnings, finde ich. Ja, absolut. Ach, das also, war von euch ein Lightning, jetzt war vom Gegner ein Lightning. Beides. Der eine war von uns, der andere ja, von denen. Ja, Big Spin, ich glaube nicht, dass... Oh, das ist schön. Oh, ja. Dass Bochum-Fan mit seinem eigenen Lightning seinen eigenen King Tower aktiviert. Nee, das war ja nicht der eigene. Schöner Feuerball, aber wir haben keinen kleinen Spell, oder? Ihr habt den Funky, glaube ich, nicht getroffen. Was sagst du dazu? Kein kleines Spell, das ist nur die halbe Miete. Das macht doch gar nichts. Oh mein Gott, Oh Gott. Die Prinzessin hat sich gerade value-mäßig dupliziert. Ja, dazu macht nichts. Oder wolltest du das super clever? Ich glaube, wir haben schon gewonnen. Ah, Hilfe. Ja, schon wieder ein Lightning. Gewonnen. Die finishen jetzt mit Zaubern. Da müsst ihr jetzt einpacken. Komm. Tschüss. Hit. Nein, nichts. Ja, das ist witzlos. Die haben schon soliden Schaden am King Tower gemacht. Die zeigen jetzt die Lightnings durch. Das ist jetzt risky, weil die drei Musketiere haben. Na, dafür habt ihr schon den nächsten Turm. Ja, weil die haben drei Musketiere. Drei Musketiere los. Okay, das ist der eine Turm. Ja, aber das nice. Macht er nicht. Nein, nicht den Golem. Golem nach hinten. Was? Und der Gegner abused es nicht. Die haben schon wieder Double Royal Giant. Ich schwöre es euch, jeder Gegner, die picken sich immer die Royal Giants. Okay, das sieht gut aus. Ja, und der Holzfäller zerhackt sie einfach nur. Guck dir das mal an. Das ist eine Hackstreak. Der läuft da hin und her und macht alles Kleinholz.
Doppelflugmaschine, OP. Doppelflugmaschine, yo, im Rage. Alles okay, stirbt weg. Ja. Max, wir müssen wieder schwitzen, Bochum Fans. Ja, es ist halt irgendwo, musst du jetzt auch mal kacken. Fuck, mein Handy ist leer. Scheiße. Das ist geil. Jetzt wird's nochmal knapp. Ihr liegt 2-1 vorn. Hoffentlich schafft mein Typ das. Ich kann jetzt nichts machen. Wie kann man denn in den Stream kommen mit 11.000 Zuschauern ohne Akku? Das kann auch nur Bochum Fan. Ich muss ihn anfeuern. Oh, scheiße, Mann. Oh Gott, der Schweinereiter ist dran. Und was hat er für ein Spell? Der hat ein Lightning. Ich glaub's nicht. Ich kotze, er hat's gewonnen. Alter, wie scheiße. Alter Bochum-Fan, das ist so typisch Bochum-Fan. Weißt du, er kommt hier in die Games, leistet nichts, Akku leer. Er hat's geschafft. Ja, er hat's geschafft, natürlich. So wie jedes Game. Geiler Typ, Pitbull, den feier ich. Das ist so typisch einfach nur, ne? Wie kann man sich so durchcarryen lassen? Ich sag dazu nix. Max, mir fehlt, ich sag dazu nix. Nein. Dann krieg ich demonstriere. Aber. Ja, jetzt kommt das Aber. Aber nein. Ja, komm, lass ihn mal. Was ist das Aber? Worum fällt ja, was ist das Aber? Vorher habe ich mit dem einen Feuerball 3 Musketiere und Sparky getroffen. Ja gut, dann ist halt Instant 3 Crown, ne? Da kann man auch disconnecten. Und den Rechenturm habe ich auch geholt. Das ist so, als ob ich in LoL First Blood hole, dann 1.14 stehe und dann sage, ich habe das Game gecarried. Ja, okay. Scheiße, so ist das, ja. Ohne Witz. Aber ich feiere den Typen, dass er das noch gerissen hat. Ach, also, scheiße. Ich feiere das überhaupt nicht. Das ist halt... Ja, hier schreibt sogar ein Zuschauer und das ist halt der Beweis, das hätte sogar Chef Strobel gewonnen. Und das will was heißen. Wenn mir sowas in Ladder passieren würde, ich glaube, das ist mir noch nie passiert. Ich kotze komplett ab. Ja, Ladder hast du ja keinen Mate, der dich carryt, ne? Ich nehme auch die 3 Musketiere. Kommt, ihr hättet jetzt die 3 Musketiere genommen und gewonnen. Jetzt ist auch mal Zeit, dass ich die Viecher nehme. Ich gebe den Gegner den Ballon, weil wir haben so viel Luftverteidigung. Jede Einheit, die wir haben, kann Luft angreifen. Das ist gut. Bochum-Fan beweist, dass man auch ohne Skill weit kommen kann. Scheiße, ja. Bochum-Fan das finde ich nicht nett. Ich würde sagen, Ich habe nur vorgelesen. Ja, nee, alles gut. Wir sagen, Bochum-Fan beweist, dass man auch weit kommen kann, ohne zu spielen. Ja. Gut, das ist halt ungefähr das Gleiche. Was, wieso machen die Pfeile Predicts? Na gut, mit King Tower an ist okay. Dann können sie so viel aktivieren, wie sie wollen. Ich bin so gut, ich brauche gar nicht spielen. Weil ich bin ja trotzdem. Das glaubst du doch selber nicht. Nein, leider erledigt das Lavalun für dich. Oh! Dann mach das doch mal selbst, Lukas. Was ist das denn für ein Leistung? Nee. Wenn das doch so einfach ist. Du willst doch bestimmt auch mal Platz 1 der Welt sein. Einfach ist es nicht, aber stumpf. Richtig, ja, genau. Ich sag, das stimmt, einfach ist es nicht, aber das ist halt... Aber das ist auch bei Mr. Floppy so. Aber man muss halt auch mal ganz ehrlich sagen. Bei Mr. Floppy ist es nicht, die Aussage nimmt zurück. Nein, das stimmt nicht, weil Floppy spielt andere Golem-Decks, das stimmt. Und ich muss jetzt einmal Feuerball tauschen. Das ist keine große Änderung, das gebe ich ja auch zu. Ich weiß nicht, sagt noch nicht, Risk No Fun und die Scheiße klappt. Ich weiß auch noch nicht, wie das jetzt wird nach dem Balancing, aber ja, es ist trotzdem so, am Ende der letzten Season, der zweitbeste Typ mit Lavalun war Platz 80. Ne? Also das Deck ist nicht Meta oder so. Das stimmt. Halt. Ja. Okay. Gott, steh mir bei, wie kann es denn sein, dass das schon wieder ein Free-Win ist? Free-Win, sagt er. Skill-Win. Guck dir mal die Türme an. Skill-Win, sag ich. Ist das auch ein Begriff? Oh, jetzt wird's hässlich. Aber wir haben natürlich wieder ausgesorgt. Der Inferno-Dragon wurde uns von den Gegnern verlassen. Alter, mein Handy ist immer noch leer. Was ist da los? Ja, er hält nur den Druck nicht aus, hier noch spielen zu müssen. Das ist ein Unterschied. Mein iPad. Ja, nice Lightning. Keine Pfeile, dann direkt Pfeiltruppen-Spam. Pfeiltruppen, kann man das so nennen, ja. Pfeiltruppen. Weiß es nicht, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass, wenn ihr nicht irgendwie völlig große Fehler macht, jetzt das gewonnen habt. Alter, Musketiere an der Ecke, die sind halt, das ist halt der Shit. Ja, erst Pfeile, dann Lightning. Jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ich finde, der Lava-Hund ist richtig gut in dieser Herausforderung. Ich werde nichts sagen, aber du kannst als einer, der 3 Jahre Lava-Loot spielt, das Lava-Loot-Thema nicht objektiv betrachten. Mit Lava-Hund haben doch alle gewonnen bis jetzt. Hier in dieser Challenge. Ich glaube, alle haben mit 3 Musketieren gewonnen. Nee. Mein Gegner gerade hat mit 3 Musketieren verloren. Ja. Gut, weil du gecarried wurdest. Ja, okay, sagt er auch noch. Einfach akzeptiert. Was soll ich denn dagegen sagen? Ich hab doch nicht gespielt.
Alter, jetzt wird mir das hier ein bisschen zu viel Luftmaschinenkack. Drei Suchmaschinen, Alter, ihr habt ja was. Aber es ist gewonnen. Gewonnen ist gewonnen und ich bin wieder eine Runde weiter. Ja, ich muss halt so ein bisschen gefördert werden. Ja, so ganz normal die Siege, das kann ja jeder, aber mit einem Handicap, ja, direkt zwei Niederlagen zu Beginn macht das Ganze doch deutlich interessanter. So bei der Rare Card wunderbar bei meinem Glück 10-mal die Flugmaschine. Leute, oder ist das immer die Flugmaschine? Nee, oder? Nee. Doch. Nicht immer die Flugmaschine, bei mir steht 10-mal Rare Card, glaube ich, oder? Für mich war es einfach die Flugmaschine. So. Ja. Big Spin, hey. Zeit nachzulegen oder Zeit mal nicht zu feeden. Hau rein. Ich muss einmal kurz was holen, weil mein Handy lädt so nicht am Laptop. Der lädt sein Handy über Laptop auf. Das lädt doch viel zu langsam. Das kackt dir doch dann wieder ab. Ja, genau. Das ist die Taktik. Einmal Lava-Hund-Ballon nach hinten setzen und dann Handy ausgehen lassen. Ja, ich habe das Gefühl, 90% seiner Lilla-Games sehen so aus, wenn ich ihm zuschaue. Ja. Gut, dass er das jetzt nicht gehört hat. Schade, ja. Eieiei. Ja, White Hammer und daneben ein schwarz-silberner Hammer. Nice. Lava-Hund. Ja, 18. Mate, du bist ein super Spieler. Hat er den Golem hinter deinen Riesen gesetzt? Of course. Finde ich aber auch clever, weil der Riese, wenn er stirbt, lässt ja eine Bombe fallen und killt alle Truppen. Dann macht das ja schon Sinn. Genau. Weißt du, wenn eine Rakete... Oh, ich wollte gerade sagen, weißt du, wenn eine Rakete hat? Brauchen wir hier aber nicht, weil man Made in Poisons... Sauberer Rage. Also ich finde so Todes. Truppen zu ragen, die einfach nur auf Gebäude stumpf gehen, die eh nicht durchkommen, schon geil. Ja, aber super Skelettarmee in den Ice Golem, die kommt sogar von dir. Echt gute Dings gemacht hier. Es ist an! Worum-Fan feiert das sogar schon, wenn sein Handy an ist. Alter, die Flugmaschinen sind komplett broken. Und wieso macht ihr Schaden im X-Bone? Das ist die schlechteste Karte im 2 vs. 2. Einfach ja. Mir fällt nichts Besseres ein, ich weiß es auch nicht. X-Bogen ist auch richtig komisch. So, diese Season hat ihn wieder gar keiner gespielt, X-Bogen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und davor die Season war der So-Meta. Das Ding ist halt, die haben, glaube ich, einen zweiten Fireball und wir werden jetzt hier. Okay. Ich habe keine Ahnung von X-Bogen. Kann das den Turm treffen? Ja. Kann das? Echt? Mhm. Mit ja, dem Rage. Alter, das ist doch kacke, was ihr da macht. Das funktioniert, der Mist. Ach, Max, hör doch mal auf, jetzt so pessimistisch zu sein. Nee, der X-Bogen Rage, das zieht bei mir nicht. Weil die Gegner spielen ja so ein richtig nices Meta-Deck. Lava-Hund, Doppelhexe, Flugmaschine und ihr. Rage! Leute, ja, Dart Goblins, what the fuck? What the fuck? Das sind ja Bestien im Rage. Usain Bolt und Usain Bolt. Alter, guck mal, wie schnell die angreifen. Was? Die killen noch die ganzen Kobolde? Kein Friedhof. Oh, doch, jetzt einer. Ein Ehren Skelett. Doppel Dart Goblin Rage und das gewinnt ihr hier und dann offensiv mit dem X-Bogen. Doppelflugmaschine macht euch zu schaffen. Helikopter-Style. Oh, Poison ist halt schon ganz schön übel. Von wem kommt der? Ich glaube nicht von. Ja, kommt mal von dem. Du wirst ja wieder gecarried, ne? Ich wusste, dass das kommt. Ich auch. Ich hab's drauf. Ich auch. Du hast es ja auch gesagt. Übrigens, ne? Also ganz nebenbei. Der Typ, der Pitbull da, der mich gerade gecarried hat am Ende, der hat als Deck auch in seinem Profil das alte Lavaloon-Deck. Guck, easy. Das, du spielst einfach zwei Accounts, das zählt nicht, ne? Das ist disqualifiziert. Aber er hat auch nur 3300 Pokale. Alter, ich kann es nicht fassen. Ja, ich will halt nicht pushen, aber ihr habt die Defense gerissen mit Doppel-Dart-Goblin-Rage und die Offensive, jeweils habt ihr die Türme bekommen mit X-Bogen-Rage. Es ist lächerlich. Hier fragt jemand, hat Bochum-Fan Instagram? Stimmt das? Nee, habe ich nicht. Hast du Twitter? Nee, ich muss mir mal was einrichten. Aber ja, würde ich auch sagen. Als Platz 1 global hat. Wenn man Platz 1 global ist und in der E-Sport-Szene aktiv ist, dann könnte man eventuell drüber nachdenken, sich doch irgendwie ein Instagram oder ein Twitter-Account zu erstellen. Ja, ich sag dir seit 4 Monaten, mach das mal, aber irgendwie... Ja, das klingt irgendwie, als wärst du beschränkt. Nee, ich hab auch viel Training so, jeden Tag die Woche. Das dauert 5 Minuten. Ist halt echt so. Nee, ja, aber... Ich spiele seit 4 Monaten Basketball, ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Das meine ich jetzt nicht. Egal, ich bin dumm. Das sagen wir doch seit einer halben Stunde schon. Ich bin zu faul dafür. Nächstes Game Bochum-Fan. Akzeptier das, lass mich. Zeit für deine zweite Niederlage. Mach dich drauf gefasst. Jeder darf so machen, wie er will. Ich möchte. Das stimmt.
Die Leute warten halt, ne? Ja, die ich wollen muss halt das mal sehen. einrichten. Guck mal hier, Floppy, auch ein Top-Letter-Spieler, hat sich das eingerichtet. So beprüfe ich jetzt. Der ist aber ja gerade immer noch im Urlaub. Aber ich krieg dann viele Follower, ziemlich, ne? Ziemlich schnell, ne? Hier schreibt einer, ja, soll ich dir einen machen? Nein, das ist nicht das Problem. Ich bin schon alleine und ich hab auch Zeit, mir das zu machen, aber ich bin zu faul dafür. Floppy hat sich frisch einen erstellt als Top-Letter-Spieler. Zack, 12.500 Abonnenten. Die ja, Leute warten, cool. Um bei dir da reinzufollowen. Alter, kommt warte nichts. Mal eben. Ich spiele hier mit allen, der heißt Matheus. Ich weiß, das ist, und das ist jetzt kein so Standardname. Der heißt Matheus, oder? Ja, ja. Nee, der heißt Matheus. Matheus, alles richtig. Dieser Typ, also ich weiß nicht, ob Matheus. Er ist, aber... Ja, was ist mit Matheus? Ja, red weiter. Bis jetzt alles richtig? Nein, einer mit dem Namen hat früher immer diese 15K-Turniere gewonnen. Dann ist er das. Weil es gibt nur einen Matheus. Das ist ein Matheus. Ich guck das gleich nach, wenn das der ist, ne? Mhm. Matheus hat früher die glaub, Turniere erstellt. Leute, wirklich? Ich glaube auch. Weil ich hab auch, warte mal, ich krieg gerade eine Nachricht rein. Ich habe von Supercell gerade bestätigt bekommen, dass es wirklich nur einen einzigen Matheus in dem Game gibt. Und dass er auch genauso ausgesprochen wird. Ja, okay. Guck dir mal hier die Rechtschreibung an. Ihr macht Matheus. Euch zu viel lustig. Matheus. Hast du mich gemobbt? Hört mal auf jetzt. Ja, Matheus, ja, das hast du dir selber zuzuschreiben. Wir wollen ja einfach nur das Gameplay genießen und du sagst, der Gegner heißt Matheus, obwohl das ein ganz normaler Matheus ist. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, guck, da kommt die Entschuldigung. Hier die Zuschauer lachen ja. So doll wie noch nie. Ich muss so konzentriert sein. Ja, das stimmt. Das ist der erste Spieler, der jetzt was vernünftig mit dem Frieden macht. Matheus. Nein, ich bin so blöd. Matheus. Egal, mach nichts. Mach halt echt nichts. Das ist so typisch. Du failst rein des Todes und du wirst dafür einfach nicht gepunished. Der Magier vor den Giant als Tank. Aber der spielt gut. Wenn das der Typ ist, ne? Wenn das der richtige Matheus ist, dann ist das ein Safe Win, ja. Ja. Jetzt hört aber auf. Kann ich nicht mehr. Das stimmt. Ja, okay, wir hören auf. Okay, jetzt hören wir auf. Es reicht wirklich. Eine Frage noch an den Chat. Kennt ihr noch von früher den Fußballspieler Lothar Matheus? Lothar Matheus, Alter. Es gibt nur einen Matheus. Alter, wenn hier jemand irgendwie auch nur im Chat Matheus heißt, der flamet dich jetzt. Also der hasst dich jetzt. Ah. Matheus ist doch kein. Matheus ist doch nicht so ein. Das ist doch nicht so ein. Ja, ihr seid noch gerade. Ja, Rhein? Hat doch keiner mehr heutzutage. Ja, das stimmt. Ihr seid gerade am. Verlieren? Weiß nicht, was gut. Ich sagen soll. Weiß nicht, was ich machen soll. Boah. Lied über Wahnsinn. Bixbin. Bixbin kratzt da gerade hinten völlig ab. Den Turm habt ihr. 10 Sekunden noch. 2:2. Es wird. Haben wir den Turm? Oh Mann, es ist so typisch. Ist egal, ich hätte Pfeile gehabt. Alles gut. Oh mein Gott! Hat der gerade den Feuerball nicht offen? Hat er noch, oder? Kannst du nicht sagen. Ich bin gerade nicht. Ich glaube, der hat gerade einen Feuerball nichts geworfen. Es ist Zeit. Das ist gut. Es ist Zeit für die Niederlage. Jetzt müssen die nur langsam mal verteidigen. Nein. Oh komm, jetzt killt die Musketiere. Ach, das ist doch Kacke. Das ist so. Kacke! Nein, was war das denn für ein Ende? Dass du das Replay, ich müsste gucken, ob das der richtige Matheus war. Ja, ich möchte auch ganz kurz. Einmal bitte Replay. Feier ist jetzt nicht. Nee. Der Typ hatte 3500 Pokale. Das ist er. Das ist der Matheus von früher. Der hat immer die 15.000 Mann-Turniere erstellt. Ja, weil ich hab in diesem, gegen diesen Typ auch zweimal noch in der Challenge gespielt. Und ich habe sonst nie gegen so einen gespielt, der so hieß. Gut. Scheiße, du hast schon wieder gewonnen. Also, irgendwie. Bochum-Fan redet wie eine jungfräuliche 13-Jährige. Danke. Shots feiert direkt aus dem Publikum. Ich bin ja auch erst 15. Warte, hat er wirklich 13-Jährige geschrieben in weiblich? Ja, hat er. Das ist natürlich doppelt nice irgendwo, ne? Das kann man natürlich machen. Aber, okay. Ja, aber ich lese die ganze Zeit im Chat, weil ich bin ja krank, ob ich im Stimmbruch sei. Ja, ich bin mit 23 im Stimmbruch und ich habe die Hoffnung, dass ich noch vor meinem 25. Lebensjahr noch tatsächlich in die Pubertät finde. Das wäre halt schon sehr nice. Ich bin halt ein Spätentwickler, gar keine Frage. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das kann man mit 30 erst haben, gar kein Problem. Gut, ich höre das nächste Game rein.
Schon wieder Matchball. 5-2 immer noch. Gut, Matthäus. Matthäus, ja. Feuerball. Die Gegner haben einen X-Bogen. Und einen Poison. Dann nehme ich mir keinen Grabstein. Grabstein gegen Poison. Bochum-Fan, bist du wirklich Bochum-Fan? Ich glaube, man nennt sich so, wenn man Bayern-Fan ist. Schon, aber es wird immer trauriger. Dark Prince oder Flugmaschine? Es fällt mir immer schwerer, Bochum-Fan zu sein. Doppelflugmaschine ist geil, weil mein Team hat auch eins. Elektromagier, sicher besser als die Prinzessin. Okay, kann was werden. Hier schreibt einer, bei deinem Babyface dachte ich, du bist erst 13. Dankeschön. Ja, noch lacht ihr. Noch lacht ihr. Und dann, wenn ihr alle 40 seid und so richtig faltig seid, sehe ich aus wie knackige 25. Ja, oh mein Gott, Golem an die Brücke, Mann. Oh mein Gott! Ach, die Report-Barbarenhütte! Jetzt ist die Frage, wer war dümmer? Doch, deiner schon. Doch, das war schon deiner. Ist, ich habe keine Ahnung. Okay, deiner war echt noch dümmer. Hast du bitte die Barbarenhütte gesehen? Also, ja. Ist ja gar kein Problem. Ich meine, die kostet ja auch nur 7 Elixier, da kann man die auch wasten. Goblin Gang war aber auch nicht schlecht danach. Wer hat die Goblin Gang gesetzt? Ja, dein Mitspieler da. Oder Gegner, wie man es nimmt. Die Spieler kennen 2 Quadratmeter des ganzen Spielfelds. Und zwar die 2 um die Brücke rum. Ja, das ist halt echt so. Aber jetzt sieht es irgendwie gut aus. Kotze im Strahl, ey, wenn ich das hier sehe. Was macht er denn da mit seinem X-Bogen? Ey, ich frage, was hast du für ein Feuerball? Egal, er trifft die Prinzessin. Ja, Max, das frage ich dich. Jetzt ist der Turm doch schon fast down. Das ist ganz geil. Oh mein Gott. Das habe ich so beantragt. Die Barbarenhütte, nice. Die haben bestimmt. Ja, die Gegner haben bestimmt absolut keinen großen Zauber, da bin ich mir ganz sicher. Ja, kann ich bestätigen. Die haben Poison Spell. Aber der Lightning, wenn den Henker trifft, ist geil. Ja, ist geil. Was hätte er sonst treffen sollen? Weiß ich nicht. Dass wir noch irgendwas einsetzen. Was gegen Lava? Ich glaube, die haben einen Elektromagier und eine Flugmaschine. Oh, nicer Fireball, Max. Dankeschön, ich habe gehofft, das merkt keiner. Aber ihr habt keinen Flechtschaden gegen den Lavahorn. Aber einen geilen Elektromagier. Geiles Golem Timing. Der Brücke ist mal wieder da. Wir nur schauen, was haben die Gegner für Spells. Das wird gut. Feuerball, das wird gut. Ach, nee, das wird gut. Das wird gut. Grabstein an der Brücke, meine Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen die neuartigen alternativen Plays. Alternative Plays, so kann man es natürlich nennen. Das wird noch was, die schaffen das hier. Die sollen jetzt mal anfangen zu feeden. Oh mein Gott, die Barbarenhütte. Warum ist gar nicht mehr die Namen von denen auszusprechen? Der Typ ist so gut. Mein Teammate ist gerade echt. Mein Teammate ist richtig on fleek. Was ist los? Ich sehe hier nur die Brücke. Normalerweise könnte man das Spiel vielleicht zusammenschneiden und so ein 16:9 Panorama-Gameplay zeigen. Danke. Es liegt nicht an mir, aber du. Es wird nicht an mir. Es wird doch eigentlich noch keine Karte jetzt in dem ganzen Spiel auf rechts gesetzt. Oder? Für dich hat es sogar einen Vorteil, weil dann sieht man nicht, was der Fireball von dir alles nicht trifft. Ich muss jetzt die Feuerbälle hier zeigen. Wird in dem ganzen Spiel schon eine Karte auf rechts gesetzt? Ey Max, der Typ hat nur ein Lightning. Der Typ hat nur ein Lightning. Der Typ hat nur ein Lightning. Oh, die können das Protect. Nur ein Lightning. Nee, der setzt ihn einfach nicht. Ich überlege jetzt gerade, was schlechter vom Teammate war. Der nicht gespielte Lightning oder die aggressiven, in die gegnerischen Truppen reingespielte Barbarenhütte? Ja, wir können vielleicht eine Erörterung schreiben. Weil du hast ja jetzt Zeit. Ach du Scheiße, ich bin raus, Leute. Das kommt drauf an. Wenn du jetzt verlierst, habe ich gewonnen. Ich bin raus. Ich darf jetzt halt nur nicht verlieren. Oh mein Gott, du musst. Was passiert, wenn er verliert? Dann ist Stechen. Da kann ich nur noch euch aussachen. Das auch und es ist Stechen. Dann verlieren wir, ne? So, Big Spin. Alles entscheidend in der Game. Ich bin rausgeflogen. Das sollst du jetzt bitte nachmachen. Es ist Zeit zu verlieren. Es ist Zeit. It's time. Golem oder Pekka, das nenne ich mal eine Auswahl. Das kam mir gerade vor wie ein Déjà-vu, wo letztes Mal dein Mitspieler nichts geworfen hat, kein Zauber. Was nehme ich, Lava oder der Ballon? Ich würde sagen, ich nehme mal den schönen Lava-Hund. Ich finde übrigens geil,
wenn man Bochum-Fan googelt, dann kommt irgendwie als drittes dieses YouTube-Video, das allererste. Echt? Ja, ich glaube schon. Was denkt das, wenn man jetzt wirklich Fan von Bochum ist und das googelt und dann kommen da Clash Royale-Videos? Richtig weit oben kommen diese Clash Royale dahin. Will ihm sowas zum Geburtstag schenken, googelt Bochum-Fan und findet dann irgendwas von Clash Royale. Das hat sie wirklich mal gemacht. Obwohl, nicht weil sie mir was schenken wollte, sondern einfach so. Kriegst nichts geschenkt. Der Royal Giants sollte jetzt das hier kann noch. Kann ich mir jetzt alles selbst kaufen von der ganzen Clash Royale Money, weißt du? Alles klar. Ja, aber wenn er hier gewinnt, dann hat er gewonnen, ne? Das ist eine gute Erkenntnis. Ich finde, das ist ein bisschen ein Zirkelschluss, aber. Warte, jetzt ist die Frage: Habe ich Bock, dass du verlierst, damit ich noch nicht verloren habe? Oder habe ich Bock, dass du gewinnst, damit du noch Bochum-Fan comebacken kannst? Ja, eigentlich eine interessante Frage, ne? Ja. Also, das wird mir jetzt hier viel zu heikel. Bleibt gar nicht nett zu mir. Es ist die Frage, also. Royal Giant, what's up? Was macht der Magier? Wieso überlebt der Magier denn? Ja, der Magier hat 2 Leben, das ist halt ein Magier. Ah ja, stimmt. Der Schweinereiter? Nein, kriegt einen Hit, oh mein Gott. Ist ein Hit, ein solider. Und guck mal, links, Valkyrie, Prinz und Magier. Das ist ja mal richtig nice. Das ist ja das Programm gegen alles. Ah, nein. Nur mit dem Giant kannst du irgendwie nur begrenzt aufhalten. Ey, ich will ja nichts sagen, aber das sieht richtig scheiße aus. Ja, richtig scheiße, Big Spin. Bochum-Fan. Entschuldigung, da kommt jetzt der Lava-Hund. Mein Gegner heißt nicht Martois, mein Mitspieler ist auch nicht Martois. Der Lava-Hund Curry. Turm ist down, Ballon. Ballon OP. Der Lava-Hund ist da jetzt schon. Ja, Ballon ist mal wieder am Start, wie wir ihn kennen. Super nice Karte. Ihr habt doch den Lava-Hund. Ja, das gleicht sich aus. Wir haben keinen Spell. Kein Spell. Hat er keinen gespielt oder was? Hättest du. Bitte jetzt wieder in den Chat schreiben, irgendwer hier. Ihr habt, ich kann gerade bestätigen, Big Spin hat einen Sepp und dein Teammate hat. Auch ein Sepp. 2 nice. Spells, ich weiß nicht, was du willst. Doppel-Sepp, OP. Wart's ab, wir machen jetzt die Tank-Trouble. Keine Ahnung. Da willst du jetzt mit dem Royal Giant durchgehen? Von wem kam der denn? Sepp. Das war dein Teammate. Sepp, du auch, dann stacken wir die Sepps. Scheiße, will dir hier seppen und stacken. Sepp jetzt, los. Feeden. Er hat den Turm gesappt, er hat den Turm gesappt. Wie können wir denn das gewinnen? Wie sollen wir denn eine Chance haben? Guck es dir doch mal an. Big Spin. Truppen und wir haben keinen Spell. Du musst die jetzt. Haben einen Poison Spell. Oh nein. Ich wette, mein Gegner hat den Hättest du den jetzt gegeben. Gerne, so einen Poison Spell? Ich sag mal, die Gegner haben Lightning, Holz und Poison Spell, ne? Ihr habt dafür doppelt Sepp. Was soll ich denn da tun, Mann? Die Valkyren, die spinnen hier rum. Sag Big Spin. Die spinnen hier rum. Ja, da ist auch der Turm. Noch Alter, so schlusslos war ich noch nie. Mhm. Sehr schön. Da hättest du anders draften müssen. Da hättest du anders draften müssen. Ich bin wieder nur eine Ausrede. Wieder ohne E. Danke. Tja, damit belegen wir beide den letzten Platz und es geht in ein Stechen. Ja, also worum wäre das irgendwie jetzt stand schon gewonnen irgendwie. Ja, danke. Danke, jetzt. Sagt er. Danke. Danke, ja. Jetzt ist aber die Frage. Big Spin holt mehr rum als bei Germany's Next Topmodel, ist auch geil. Nein, das ist unmöglich. Jetzt ist, Das muss ich zurückweisen, das geht nicht. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir das ausfechten? Ja, das ist die Frage. Wir öffnen erstmal die Kiste, wir müssten eigentlich. Big Spin, Muck nicht auf. Jetzt ist. Ah, das ist. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Loser. Bochum-Fan, Glückwunsch für den Sieg, du kriegst eine Super Magical Chest und eine Magical Chest. Ja, okay, wir machen noch eine Challenge. Okay. Wir machen noch so eine Mini-Challenge, aber jetzt nur mit einer Niederlage. Aber wer verliert, ist raus. Ja, wer verliert, ist raus.